so, hey, schau führen. Und dann ist schon spannend, ich bin mit einem 80er Demis hinten ins Auto gefahren mit dem Roller. Und das du, ist so ein kleiner, okay gewesen. Dude, ich bin über das Auto geflogen, über das Trottoir, in die Wiese runter und so, oh krass, was ist jetzt passiert? Denkt auch, irgendetwas Alter. Kaputt. Alter, einfach aufgehockt. Alles gut gewesen. Und dann kommt so eine Frau zu segeln und drückt mich am Boden. Du bleibst liegen! Hi. We're rolling. Rolling. So geil. Okay, alright. I need my water bottle and then. Water bottle. Where is it? Where's the water bottle? Ah, the teenage. Ah, scheißegal. Zweit weg. Alright, but I need my phone. Will, ich habe mir mega Mühe gegeben. Okay, so. Oh, mega Mühe gegeben. Ich mache mir auch mega Mühe gegeben. Alright, ladies and gentlemen. Thoughts Under the Helmet, Episode 5 today. Wir haben Alessio Tonoli da. Da darfst du nicht zu viel sagen, ich habe noch das Intro vorbereitet. Für dich so richtig offiziell vorzustellen. Alright. Wir haben vorhin so gesagt, also, ja, der Unterschied zwischen einem Interview und einem Podcast ist ja, dass der Podcast nicht so seriös ist. Und dann ist einfach, komme ich hier voll mit Intro und es wird geil, ich sage dir. Liebe Leute, es wird geil. Ja, Thoughts Under the Helmet, Episode 5. Merci, bist du da. Mega cool, dich da zu haben. Und ich habe vorhin mit dem Raphael Dähler den Podcast gehabt. Also das ist wirklich anschliessend. Aber nicht der gleiche Tag, wo ihr das seht. Nur so. Und yes, ich fange einfach mal an. Wir, ja, ich bin gespannt. Vor allem, ich mich mega gefreut, dich hier als Gast ja, dabei zu haben. Ja. Voll geil, ja. Wirklich. Auf den habe ich mich so fest gefreut, auf den Podcast. Alright, let's do this. Ich bin mega scheiße, ehrlich gesagt, im Vorlesen von diesen Intros. Aber ich glaube, ich schaffe es. Hier, are you ready? Cornflakes Future. Das ist der Name, den sehr viele Leute aus der Schweizer Mountainbike-Szene kennen. Sein richtiger Name ist Alessio Tonoli. Er ist 23-jährig, oder? 23-jährig und wohnt in Winterthur. Ja. Da kommen wir dann noch durch. Seine Stunts und Tricks auf dem BMX, aber auch auf so ziemlich allem anderen, der zwei Räder hat, ist er im Internet bekannt worden. Es ist mir eine grosse Ehre, ihn heute hier können zu begrüßen und ich bin gespannt, was für spannende Geschichten er uns heute zu erzählen hat. Und da ist er, Ladies and Gentlemen, Alessio Tonoli, a.k.a. Cornflakes Future. Warte hier, random Applaus. Yeah, Mann! Yo! Hey, ja, hier so eine Liste mit ganz vielen Sachen, die ich mit dir besprechen. Es gibt so viele Leute, die deine Clips schon irgendwie von Insta oder so gesehen haben. Einmal, wenn wir jetzt so ein bisschen in dieser Mountainbike- oder Bike-Szene sind. Keine Ahnung, und ich glaube, es gibt mega viele Leute, weil du wirkst für Leute, die dich nicht kennen, einfach so als Aussenstehende, für Aussenstehende wirkst du, glaube ich, sehr, machst du einen sehr interessanten Eindruck. Ich sage jetzt einfach mal, weißt sehr, du stichst sehr raus. Und ich glaube, es ist mega interessant und mega viele Leute da aussen und von unserer Szene sozusagen, wenn man so sagen soll, nimmt es mega Wunder, was eigentlich so hinter dem krassen BMXer / Mountainbiker steckt, Mann. Es ist wirklich, keine Ahnung, du bist ein kleines Mysterium im Fall. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ein offenes Mysterium fast, ich nicht. Ja, so voll. Bisschen, also du zeigst mega viel, zum Beispiel auf Social Media, habe ich das Gefühl, du zeigst mega viel. Ja, viel zu viel eigentlich. Nein, ich finde es geil, ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, wieso dass die so viele Leute fühlen und feiern. Du zeigst viel, aber gleich irgendwie alles, was du zeigst, oder schon mal bei mir so gewesen, hat noch wie mehr Fragen aufgeworfen. Weißt du, es ist so ein bisschen. Keine Ahnung. Es ist, wir können. Nein, schön bist du da, Alessio. Ich weiß nicht, ich glaube, wir fangen einfach mal an. Und das ist ein bisschen das, was aber viele andere wird interessieren. Ich weiß nicht, hast du schon mal so ein bisschen gross über deine Vergangenheit, Geschichte erzählt? Wie, ich weiß nicht. Ich wollte ein bisschen mehr jetzt mal über dich wissen. So ein bisschen, wo bist du aufgewachsen? Hier in Zwinti selber? Ja, oder wo bist? Also in der Nähe von Vinti, so ein kleines Dorf. Also eine kleine Gemeinde, heisst Schlatt. Okay. Und es sind irgendwie vier Dörfer und wir haben irgendwie, keine Ahnung, knapp 1000 Einwohner, also in vier Dörfern. Ah, richtig also klein, ne? Recht klein. Ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr geworden über die letzten paar Jahre. Ist das? Aber, ja. Ist das dort, wo wir, du hast ja doch mal so einen Kurs ja, bauen. Genau. Das ist kleine Dörfer, dort bin ich aufgewachsen. Ah, geil, okay. Ja, weil wir haben mit Raphael vorhin geredet und der ist 20 selber aufgewachsen, also recht nahe an der Stadt. Und dann bist du aber voll nicht in der Stadt.
Nein, eigentlich nicht. Stadtkind, ne? Nein, voll. Voll vom Land? Ja, voll vom Land. Crazy. Alright, bist du noch früher auch so, also heisst doch auch nicht, weißt du, es gibt doch bei uns, ich weiß nicht, was, ich glaube, das ist Spanisch, ein Kilby. Weißt du, was ein Kilby ist? Ja, ja. Ja, ja, voll. Ich sehe mir das im... haben wir schon. Also, eben, das hast du aber dann schon eher so ein bisschen grösseren Dörfer. Schon grösser? Oder ja, was sagt man denn dem? Oh, kennst du den Ausdruck Hundsverlochete? Puh, ja, ja, ja. Nein, das ist, aber das ist so das Komasaufen, Dorfkind-Level. Ja, ja, genau. Und mit 15 probiere ich... Ja, Mann. Ja. Ja, ja, nein, nein. Wir haben mehr einfach so am Abendunterhalt gehabt. Das ist eigentlich so das Einzige, was bei uns gelaufen ist. Was ist das? Das ist vom TV, also vom Turnverein. Vom Turnverein ist das, ich glaube, es ist jedes Jahr gewesen, Amix. Oder alle zwei Jahre haben sie einfach so eine Aufführung gemacht. Also so von den ganz Kleinen bis zu denen, die ans Turnfest gehen. Und okay. Also wirklich so. Ich habe so Aufführung gemacht, Tanzen, Akrobatik und all das Zeug. Und dann bist du halt einfach in der Turnhalle und hast das zugeschaut. Und dann ist nachher... Turnverein ist doch eh immer mega... Ja. Also Turn, bist du schon mal ein Turnfest gewesen? Nein, das bin ich nicht. Also das muss so crazy sein im Fall. So halb, so. Ja, Das muss brutal abgehen. Ja, ja, voll. Okay. Ja, also so richtig, einfach wirklich das richtige Dorfkind-Leben gehabt, wo du aufgewachsen bist. Ja, mega, ja. Mit eben Turnverein-Abendprogramm. Mit 15 schon voll im Ausgang gewesen. Also Ausgang eben, also es ist einfach so das Dorf-Ausgang. So das einmal im Jahr, wow, jetzt gehen wir voll rein, oh, das ist geil. Das ist geil. Ich bin in Wilderswil aufgewachsen, das ist neben Interlaken. Ja. Das ist auch so ein kleines, also wir haben schon 2500 Einwohner. Oh, krass. Mhm. Ja, im Dorf. Ja, Mann. Und wir sind in Interlaken, ist halt die Stadt nebenan, und dort sind wir immer im Ausgang. Und als ich so 16 war, sind wir... Also einmal im Monat in einem Club, wir haben drei Clubs in Interlaken, und in einem Club war jeden Monat U16 Party. Einmal im Monat. Ja, ja, so, das ist alles eskaliert. Und du als 16-Jähriger, und ich hatte noch ältere Brüder. Ja. Und ich wollte immer so ein bisschen sein wie er, weil er ist 6 Jahre älter und er war dann schon voll im Ausgang. Voll zu Ausgang. Und ich so, Alter, genau so sein wie die Erwachsenen. Einmal im Monat voll in Ausgang mit 16, weißt du? Ja, schlimm. Schon noch krass. Schlimm, ja. Voll. Hast du Geschwister? Ja, voll. Brüder und eine Schwester. Beide jünger. Mhm. Die Schwester ist 2 Jahre jünger, der Bruder ist 4 Jahre jünger. Okay. Voll, ja. Aber auch noch, ich so aber er kommt ja immer drunter als Ältester. Weißt du, von den Älteren? Ja. Der Älteste kommt immer drunter und die Jüngeren haben dann so ein bisschen Benefits. Ich weiß gar nicht im Fall. Das ist, glaube ich, fast. Also ich hätte es, glaube ich, bei uns ist es überhaupt nicht schlimm gewesen. Also ich höre es immer wieder, dass irgendwie der Älteste darunter kommt oder der Jüngste darunter kommt. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, bei uns ist es im Fall wirklich nicht so schlimm gewesen. Also wir sind, wenn wir darunter kommen, sind wir alle gleich darunter kommen. Okay, ja, immerhin. So. Immerhin. Ja, du bist... Also du musst mich korrigieren, ja, keine Ahnung. Aber bist du Doppelbürger oder etwas? Nein. Nicht? Nein. Ich töne nur... Italienisch? Nicht. Also mein Grossvater, mein Nonno ist... Aber du sagst Nonno? Ja, voll. Aber das ist Italienisch? Ja, das ist das einzige Wort mit Borgoglio, das ich habe in Italienisch. Nein, mein Grossvater, mein Nonno, ist mit, glaube ich, 16 in die Schweiz gekommen. Mhm. Und seitdem ist er eigentlich in der Schweiz. Und... die Eltern auch. Ja, voll, und eigentlich was, ja. Einfach nur den Namen weitergetragen. Ja, genau. Ja, das ist noch gut. Wir haben eigentlich alle, in der ganzen Familie, alle italienische Namen. Aber niemand kann Italienisch sein, so, es ist nur... Okay, aber eigentlich noch geil. Ja, voll, so ein bisschen, keine Ahnung, aber erwartest, also jetzt hätte ich eigentlich erwartet, dass du... Yeah, irgendwie, voll, keine Ahnung, auch wegen Porco Dio und so, da können wir dann auch noch drüber reden. Das ist der neueste Edit, wo Alessio hat rausgelassen vor kurzem. Yes, sir. Bin mega gespannt. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir und zu deiner Geschichte. Du bist aufgewachsen in Schlatt. Mhm. Bist du dort in die Schule? Ja. Hast du dann eine Lehre als Zimmermann, ja. Als Zimmermann? Ja, voll. Okay, was geht das 4 Jahre, gell? Also ich habe eben, wie soll ich sagen, ich habe angefangen als Zimmermann. Das ist eigentlich auch eine lange Story. Oh, shit. Weil mit dem Rafa ist vorher auch schon so ein mega Ding. Sie hat auch irgendeine Lehre gemacht, hat wieder Auszeit gemacht, dann wieder das. Alright, ja, wir haben Podcast, wir sind gespannt. Also, wie soll ich sagen, ich habe irgendwie schon immer mit Holz gearbeitet. Okay. Ich war immer schon ein bisschen am Buddeln gewesen, da ein bisschen Springbau, mit Palette irgendetwas bauen. Mhm. Und nachher ist halt irgendwie Zimmermann gerade so das Neugeligste gewesen. Mhm. Und dann bin ich, glaube
zweimal schnuppern. Und beim ersten Ding, als ich schnuppern, hat er am Freitag gesagt, ja, willst du die Lehre haben? Also, no way. Also okay. Ich gehe nächste Woche noch zu jemand anderem, aber... Ein hoher talentiert in dem Fall. Oder hast du schon rechte Skills gehabt, weil du selber schon viel am Bauen bist? Vielleicht du, schon, ja. Das Gefühl, so, keine Ahnung, ich bin auch mega... Ich bin hoher motiviert gewesen, zum also weißt du, so, wirklich so, wow, ich kann endlich arbeiten, scheiß auf Schule. Schule war nie mein Ding gewesen. Das war wirklich... gar nicht gern gehabt. Und irgendwie... Dann konnte ich halt können anfangen zu arbeiten und dann habe ich die Lehre dann angenommen gehabt. Der zweite Betrieb war etwas grösser und weiter weg und so. Irgendwie ist es auch zu dem gegangen dann. Mhm. Das war recht eine kleine Bude. Gewesen. Und dann habe ich dort angefangen. Im ersten Jahr bin ich wirklich, weißt, jeden Tag aufstehen und so, ja, ich kann wieder auf die Baustelle, Mann. Du bist so fancy, Alter. Ich war wirklich fucking stoked. Crazy, okay. Und eigentlich ist es auch ein recht strenger Beruf. Ja, das glaube ich. Wir sind so kleine Buden und so traditionell, weißt du, mega viel noch selber abbunden. Das ist jetzt für die, die es nicht kennen, ist noch schwierig, aber das müssen wir nicht reingehen. Aber mega viel Hand gemacht noch, nicht viel Maschinen und so. Und dann halt auch Bälchen nur tragen und weißt du, so Dächer, genau so Scheissdreck haben wir umgetragen. Also, schon crazy, aber es ist schon, also ja, viele Kollegen, die Zimmermannen sind, das ist schon noch. Schon noch streng. Eben, wenn du so Zeug so umbaut, und zwar hast du immer so mit so Zeug zu, wenn du neue Häuser baust, ist es mehr einfach Element, das du machst. Ich meine, das Teil da ist wahrscheinlich auch ein Element gewesen, nehme ich jetzt mal an, wo es einfach drauf gesetzt hat. Oh shit, okay. Gute Insider-Infos da. aber nice. Ja, und dann irgendwie habe ich, habe gerade vor der Lehre am Street Jam in Zürich, bin ich aufs Handgelenk gefallen und Hutti und Boys und alle so, ja, du Muschi, ist eh nicht gebrochen. Und ich so, du, das tut wahnsinnig weh. Voll nicht gern. Die so, ja, komm jetzt. Und ich so, ah, oh, Burgundi. Und nachher irgendwann... Was, Burgundi? Und nachher irgendwann ich so, alte Jungs, ich verpiss mich, ciao zusammen. Und nachher habe ich den einen gar nicht ciao gesagt, weil die so waren, weil ich so, du Muschi. Und so. Oh, shit, ja. Yeah. Nachher bin ich einfach gegangen, go röntgen und nachher der zwingt im Spital, ja, nein, gebrochen ist nichts. Auch verstaucht. Und ich so, er soll einfach schonen ein paar Wochen. Und ich so, ah oh ja gut, dann ist ja easy. Und dann ist der Schmerz auch irgendwie einfach weg. Ah, oh, okay, ja. Ist nicht gebrochen, dann ist ja gut. Und dann ist irgendwie eben, das erste Jahr ist geil gewesen, immer Schmerzen gehabt im Handgelenk, wirklich die ganze Zeit. Und nach einem Jahr hat dann irgendeiner, nach irgendwie vier Tochter, hat einer gesagt, ja, das sieht schon aus, als wäre es gebrochen. Nein, ja, nein, Mann. Alle die hohen Ärzte die ganze Zeit, Mann. Das ist leid. Es waren drei verschiedene Ärzte gewesen, und dann bin ich zum nächsten, und das ist so ein Handspezialist, weird, das sehe ich da im Winter, ganz weird, so ist alles, der ist voll auf Hand. Also voll der Handfetisch. Du kommst so ins Zimmer rein und nachher hat es ein Wartezimmer, hat überall so Hand und der Stuhl ist auch eine Hand, du kommst so, es ist wirklich weird. Alter, wirklich, aber der sehe ich so, das erste Röntgenbild angeschaut, ich habe alles mitgenommen, der das erste Röntgenbild angeschaut, leid weg, wirklich 3 Sekunden, leid weg. Das zweite. Ja, der weiß, was er macht. Und dann so, ja, aber haben sie dann keinen Gips gemacht? Und ich so, hä, wieso ein Gips? Und er so, ja, bei einem gebrochenen Handgelenk macht man einen Gips. Und ich so, die haben mir nie gesagt, sie ist gebrochen. Alter, was, sie sind nicht gebrochen? Also wirklich so, Alter, was in 10 Sekunden fuck? Hat er das gesehen. Alter, das ist so ein Kack. Und dann zurück aufs Ding. Dann habe ich halt nach einem Jahr rausgefunden, dass mein Handgelenk gebrochen ist. Und Pseudoarthrose und keine Ahnung alles. Und nachher bin ich halt irgendwie... Habe ich nicht können arbeiten für irgendwie im gesamten ein halbes Jahr. Aber du bist wieder am Biken gewesen, oder? Ja, ja, voll. Alter, ja, ein ganzes Jahr lang. Mit der Schiene zwischendurch, dann wieder voll taped und dann wieder Schiene. Handgelenk ist mühsam. Hure. Und es hat nicht. Es war schon schmerzhaft gewesen, aber es war wie so ein erträglicher Schmerz gewesen. Und dann bist du eigentlich ich bin den ganzen Tag auf den Bau und Bälchen rumlaufen und hämmern und keine Ahnung was. Und dann mal Velo fahren. Und dann nach einem Jahr. Haben sie es eben herausgefunden und dann bin ich recht lange nicht arbeiten und das hat halt mein Chef hure angepisst. Also ja, das habe ich gehört, wenn du im Bau arbeitest und nicht gehst arbeiten, dann bist du einfach, dann kommst du drunter. Ja, und weißt, und ich habe das Gefühl, es sind also KV-Leute und so, die im Büro arbeiten, so, ja, man nicht. Ja, Leute, ja. Ich komme nicht, ob die interessiert es nicht, wenn du nicht kommst. Aber ja, wenn du im Bau arbeitest, ist ja da fehlst, Mann. Eben, das ist halt ist nicht so nice für meinen Chef. Okay. Und dann irgendwie, ab dann, wo ich wieder arbeiten, dann habe ich wie so, irgendwie ein bisschen den Anschiss gehabt und irgendwie habe ich noch immer so die scheiß Arbeiten bekommen, weißt du, immer müssen so lehren und immer so das und nachher bin ich eben irgendwie 2 Wochen am Arbeiten gewesen, komme ich wieder arbeiten, so voll am Hinken, weil ich
voll auf den Fersen gefallen bin, irgendwie 2 Wochen später. Und nachher, weißt du, so zweite Sohle drin mit Tape voll Dings, dass der Fuß so stabil ist wie möglich, und dann so den ganzen Tag auf der Baustelle rumgekumpelt. Und der Chef hat so, ah, Kopf fett an, wie kannst du nicht mal, du bist ein dummer Normal und so. Aber 2 Wochen zurück und schon wieder. Und nachher irgendwie hat mich das so angefangen anschiessen. Und in der Schule eben, ich bin nie gut in der Schule. Mhm. In der Schule bin ich so, Berufsschule bin ich so knapp an einen 4er gekommen und dann zwischendurch mal einen 3,5. Aber ist das mehr, es gibt immer so ein bisschen den Unterschied zwischen Leuten, die es eigentlich können, oder das Zeug auch checken, aber ich fool sie. Ja, ja, voll. Oder, nein. Oder bist du mehr einfach, hat sie einfach nicht interessiert, du bist nicht also so ein Theoretiker, so, oder was? Ich bin sicher nicht der, wie sagt man, der voll dahinter geht und so, aber ich habe wirklich nach Hause gegangen und Nachhilfe genommen und so. Und auf dem Bau kann ich mir alles komplett sehr gut vorstellen. Okay. Das war nie ein Problem gewesen. Und in der Schule einfach so. Weil es so trocken ist und so. Ja, voll. Und alles so, weißt du, so Zeug, die du berechnen können, wo du denkst, du auf der Baustelle ist einfach Motorsäge und haust einen halben Sand. Also, weißt, das ist einfach nochmal ja, Unterschied, so. Praxis, Theorie. Und dann, wenn dir etwas nicht so Sinn macht und du schon den Anschiss hast, dann irgendwie habe ich nachher in der Schule. Bin ich überhaupt nicht mehr nachgekommen. Dann hat es mich angeschissen. Dann habe ich gesagt, ich will aufhören. Und dann haben mir gesagt, du musst die Lehre fertig machen. Das geht nicht. Und auch mein jetziger Chef, den ich auch schon kennt, hat meinen Brandbeam machen lassen. Und der hat mir eben auch gesagt, mach die Lehre fertig. Einfach fertig machen. Und, also nur schnell für so ein bisschen. Wie lange bist du denn schon in der Lehre gewesen? Welchem Zeitpunkt ist das etwa? Das war etwa Ende gegen das zweite Lehrjahr gewesen. Aber der gleich schon fast die Hälfte hat er im Fall gehabt. Ja. Boah. Und dann habe ich eben so gedacht, oh fuck it, Alter, ich habe keinen Bock. Und ich habe gewusst, ich werde nie mehr auf dem Beruf arbeiten. Also ich habe gedacht, okay, dann mache ich die scheiß Lehre fertig. Mhm. Aber nachher muss ich etwas anderes machen, die Leute auf dem Bau. Und wenn du eben anfängst nachdenken, was du auf dem Bau musst machen und regeln. Und wir nicht dürfen Essen mitnehmen auf die Baustelle, wir genug weit weg sind, dass wir nicht zurück in die Bude sind. Dann haben wir müssen ins Restaurant gehen essen, dass wir wieder fit sind am Nachmittag, weißt du. Ah, ja. Und dann mit dem Lehrlingslohn, wir haben Spesen bekommen, 10 Stutz. Ja, geil. Und dann, was ist für 10 Stutz? Ein Döner könntest du essen für 10 Stutz. Ja, aber ohne Getränk. He? Ohne Getränk. Und dann der Ah, der fucking Wind ist eh noch viel teurer als sonst überall. Also weißt du, hier umeinander. Und dann hast du keine Chance. Und dann fängt die das noch an abfucken. Und dann sind wir alles zusammen gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich will die Lehre nicht fertig machen. Mhm. Und dann habe ich in der Schule ein bisschen angeschaut. Und dann haben mir der Lehrer gesagt, ja, dann mach doch einfach EBA fertig. Mm. Weißt du, das, das verkürzt, ja. Das ist nicht mal wirklich leer, glaube ich. Du hast 2, was hast du dann? Eigentlich wäre es 2 Jahre, aber weil ich genau Ende 2. Lehrjahr gewechselt habe, habe ich nochmal eins machen. Also eigentlich 3 Jahre. Aber das ist doch so ein Zwischending. Nicht EFZ, ja, voll, nicht EBA. Voll. Und das ist, nachher bin ich, habe ich das einfach fertig gemacht. Dann, und dort aber dann hast du jetzt ein EFZ, also ein Fähigkeitszeug? Nein, ich habe ein EBA. EBH, oder? Also was ist das? EB ist doch... ja, keine Ahnung. Ja, ja, voll. Einfach das. voll. Dann habe ich einfach das fertig gemacht. Okay. Und dort habe ich noch geile Sicher kennengelernt. Viel geilere Sicher in der Klasse. Also nicht, nein, darf ich nicht so sagen. Es hat auch geile Sicher in der EFC-Klasse. Aber gute Leute dort kennengelernt und so. Auch mega cool gewesen. Und dort bin ich nachher... Habe ich können full sein und bin easy durchgekommen, weißt du. Das ist, das ist aber geil, ja, voll. Das also, weißt, eigentlich recht sick. Ja, ja, es ist so ein bisschen... Und dann... Eigentlich habe ich gedacht, wenn ich wirklich wählen hätte, hätte ich die DFZ schon geschafft. Aber es war wie ein Werk gewesen. Und jetzt hat sich es wie erledigt. Du bist dann... also hast du das dann fertig gemacht. Du hast dann eigentlich... Du schaffst jetzt ihre... Der, wo du jetzt bist, also bist du dann hergegangen. Ja. Und das ist eine Strickerei. Stickerei, sorry. Ja, voll. Stickerei. Und, aber du musst ein bisschen, ich sehe mega viele Storys von dir, vom Arbeiten. Ja. Und scheint dir ja mega zu gefallen. Ja, also, brutal. Ja, das ist schon noch geil. Aber ist das alles für die eigene. Also machst du einfach dein eigenes. Du hast ja die eigene Brand, ja. Help or Help. Ist das alles für die eigene Brand? Oder nein, machst nein, du da andere Aufträge? Oder ja, ja, voll. Also, was macht man, wenn man in einer Stickerei schafft? Also wie läuft das denn so? Ich habe. Mein Brand, irgendwann, wenn ich habe zuerst noch etwas anderes gemacht mit einem Kollegen und das haben wir bei ihm machen lassen, also beim Tyron, das ist mein jetziger Chef, haben wir bei ihm machen lassen und irgendwie hat er halt dann mitbekommen, weil er ist noch DJ und so, weißt du, ja, Techno-DJ und dann habe ich immer so ein bisschen Musik gehört und so und wir haben das halt irgendwie können
wir haben ein bisschen besser können connecten irgendwie. Und dann irgendwann ist mal, habe ich halt mal erzählt, eben die Lehre schießt mich an. Ich weiß nicht, was machen nachher. Und nachher irgendwann, ich war in Spanien gewesen, am Red Bull Shipyard. Und nachher bin ich am Morgen immer im McDonalds, bin ich Zähneputze und Internet. Ah, geil, weißt du. Geil. Und nachher läutet mir mein Chef, also mein jetziger Chef, läutet mir so an, so, ey, was läuft? Und ich so, ja, gerade in Spanien, haben einen Contest. Und er so, ja, was machst du jetzt nach der Lehre? Und ich so, boah, keine Ahnung, jetzt noch 2 Wochen arbeiten nachher und nachher weiß ich nicht, was ich mache. Und er so, ja, willst du bei mir anfangen? So, ach, geil. Also ohne okay. Witz jetzt. Und er so, ja, ja, voll, ich brauche jemanden. Und ich so, wow, krass, ja, fix, komm vorbei. Dann bin ich vorbeigegangen, ein paar Wochen später, und seitdem kann ich dort arbeiten. Und wir machen mehr so, also es ist eigentlich wie, musst du dir vorstellen, eben Zimmerei braucht Arbeitskleider. Die können so ja, uns, ja. Können Arbeitskleider auswählen und dann sticken wir das Logo einfach drauf. Einfach das Logo, okay, cool. Das ist mega. Und halt auch andere Brands, so ein paar Brands aus Vinti, ein paar Brands aus Zürich. Aber Druck machst du nicht? Doch, so machen wir auch. Siebdruck. Siebdruck machen wir nicht selber, weil das braucht schon viel Platz und eigentlich sind wir schon eher spezialisiert auf Sticken. Mhm. Also wir machen Siebdruck-Transfer, das ist wie so... Aber es ist halt eine geilere Qualität, Sticken. Ja, voll. Vor allem das, also ich kenne das so ein bisschen von denen, das ist ja, das ist wahrscheinlich auch... Siebdruck. Das ist Siebdruck, ja. Oder? Ja, also wenn das Zeug in die Wäsche fällst... Ja, das fand ich ja, Mann, dann hast du so Risse überall in diesem Scheissdreck und so, voll. Das ist voll kacke. Ja, voll, das ist... Also irgendwie hat es halt, so für die eine Sache finde ich es auch geil. Ja, es wird schon noch Retro, nice. Ja. Retro-Look gibt, aber... Ja, ja eigentlich... Sticken ist schon viel krassere Qualität, ja. Das ist geil. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was das eigentlich ist, was du da so postest in den Stories. Ja, voll. So, ah, geil, Stickerei. Was? Was ist das? Nein. Nein, ist mega nice. Cool. Du hast gesagt, du hast im Bau angefangen. Du hast... Ich kenne das doch ein bisschen mit diesen Verletzungen auch. Ja. Ich habe auch eben Fuß oder in der Lehre, bei 2-3 Mal in der Lehre auch Verletzungen, die ich nicht arbeiten konnte. Aber eben, wie ich vorher, ich habe im Büro die Lehre gemacht. Ja. So eine... Ausbildung im öffentlichen Verkehr und da lernst du alles über den ÖV. Yeah. Also von Billett kontrollieren, also Kondukteur bin ich gewesen, bis zu irgendwie, wie du einen Fahrplan planen von Grund auf oder so. Ja, so. Also echt alles. Das ist aber noch, das ist noch kompliziert. Das ist heavy shit im Fall, ja. Ja, schon sind alle noch crazy. Du Wichser, der Bus ist 2 Minuten spät. Ja, genau, das ist huere schwierig, aber das ist easy. Das geht schon. Aber ja, ich bin auch verletzt. Aber als ich verletzt war, hat es immer so easy genommen. Alle. Yeah. Ich dachte, ja, kannst du halt nicht arbeiten. Das war auch easy. Yeah. Aber auf dem Bau schon mal. Weil ich habe andere Kollegen, die auf dem Bau arbeiten. Und mit denen tue ich viel Biken. Yeah. Die tun auch Biken. Und die sagen, oh, Alter, ich darf mich nicht verletzen. Mann. Mein Chef der bringt mich um. Und ich sage, hä? Das ist ja gar nicht das Ding. Aber okay, ja. Crazy. Du arbeitest jetzt bei dieser Strickerei. Hast du... Ah, ich will doch ein bisschen auf die eigene Brand... drauf zukommen, wenn wir jetzt eigentlich schon bei dem Stick sind und bei dem ganzen Kleiderding. Wie ist das entstanden? Help or Help? Was ist so ein bisschen die Bedeutung von Help or Help? Ist das so... Oh, ist deep? Ja, ist deep? Oh shit, also okay, ist, are you ready, guys? Ich habe das eben... Ich habe das schon mal erklärt, so in einem Interview mit Michelle und dort habe ich es aber recht gut erklärt, aber ich weiß nachher jetzt erkläre ich es ein bisschen anders. Aber ja, nein, easy. Es ist... Also ich hatte zuerst mal einen anderen Brand mit einem Kollegen, haben wir auch so YouTube-Videos angefangen zu machen und so, ist noch lustig, auf Englisch. Okay, so geil, Alter, so Vlogs. Ja, voll. Nice. Haben wir ein paar gemacht. So BMX-Style. Ja, voll. Alright. So Harry Mayne inspiriert, weiß nicht. Ja, Harry Mayne inspiriert. Ja, voll, ich habe dem seine Videos früher immer geschaut, crazy. Ja, früher, ja, aber jetzt, jetzt. Unter uns im Fall ist ein bisschen Trash jetzt. Ja, voll, also, Portugal, ja. Aber, ja, und dann haben wir vom YouTube-Kanal so ein paar T-Shirts gemacht und Hoodies, glaube ich, auch mal noch. Mm. Und ich habe einfach schon immer irgendwie wollen, meine eigene Kleiderbrand haben, seit ewig, eigentlich schon, also seit, weiß nicht, sagt der Odd Future etwas, Tyler the Creator. Mm-hmm. Das ist so eine Gang aus Los Angeles, die so Musik gemacht hat. Und Tyler macht mega nice Kleider, wirklich so, ist, wenn ich, wie soll ich sagen, das ist so das, was ich würde anlegen, wenn ich ein Mies-Zeug würde anlegen. Ah, okay. Also eigentlich fast lieber ein Mies-Zeug, weil es geiler ist wie Mies. Also, aber das Geile ist, wenn du dein eigenes Zeug hast, du musst nie Kleider kaufen. Ja, genau, Mann, genau, so genau. Voll. Und sein Zeug ist brutal teuer. Ja, Mann. Und dann habe ich irgendwie gedacht, also ich muss etwas Eigenes machen.
Und nachher habe ich Namen suchen, ist hure schwierig. Das Namen ist, finden ist das so ist brutal, schwierig. Ja, das glaube ich. Und ich habe irgendwie einfach, ich habe mir so eine Art Depri-Phase in meinem Leben, irgendwie so ein bisschen, einfach ein bisschen down gewesen irgendwie. Mhm. Und nachher irgendwie ist mir hure klar geworden, dass du im Leben meistens jemandem hilfst oder jemand hilft dir. Mhm. Und es ist meistens ist es nicht ein Helfen für Helfen. Es ist mehr so Hilfe oder Hilfe nicht. Weißt, es ist so, du musst nicht etwas erwarten, blöd gesagt. Es ist wie so, ja, halt Hilfe oder Hilfe nicht. Ja. Und das ist statt wie so für Help or Help. Und es sollte eigentlich genau nicht, also es sollte sich so ein bisschen distanzieren von Help for Help. Okay, genau nicht, ja. Das sollte bedeuten. Ja. Und ich habe einfach, ich habe zuerst einfach Wörter gesucht mit 4 Buchstaben, einfach zum Merken. Und dann war Help. Und ich so, ja, Help ist eigentlich noch easy. Und dann habe ich einfach, Help gibt es 100% schon irgendeinen Brand auf der Welt. Und dann habe ich so irgendetwas probiert, eben so mit dem zusammenmischen. Ja, und dann ist mir da in den Sinn gekommen, dann ist das irgendwie so. Aber das ist ein geiler, das ist so ein bisschen, ich nehme an, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man eben nicht, aber du hilfst jemandem, aber nicht ohne, du sollst jemandem helfen, ohne den Hintergedanken, dass du irgendwann ja, selber Hilfe zurückbekommst. Genau. Wenn du jemandem so helfen musst, dann musst du es von dir aus machen. Genau, und nicht mit irgendeinem Hintergedanken. Oder sonst sollst du es einfach sein. Ja, genau. Crazy. Genau. Ah, ist geil. Voll nice. Und dann, wie lange hast du jetzt den Brand schon? Boah, das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, ich habe das in der Lehre irgendwann angefangen. Also irgendwie 2016, 17. Okay. Ja. Das ist auch schon das Zeitchen jetzt. Ja, und dann am Anfang, boah, shit, ich so, ja, ich mache jetzt einfach Kleider, Mann. Ich hätte einen fetten Stick auf dem Rücken und einen Stick vorne drauf. Beim Tyron vorbei, ja, ey, ich brauche 20 von diesen Hoodies. Habe ich die voraus schon verkauft, sozusagen, und habe es für 70 Schutz verkauft. Deine? Ja, der Bulli hat aber für die Produktion hat irgendwie 90 Schuss gekostet, weil es so ein riesen Stick war. Oh, und ich habe das nicht bei mir so fucking machen. Wurde der Verlust gemacht. Ja, ja, so musst du reinfallen. Und nachher irgendwie einmal ist es sogar noch so gewesen und nachher hat der Terren so mich gefragt, also, ja, wie viel verkaufst du eigentlich? Und ich so, ja, für 70 Schuss. Und er so, ich habe dann leider mit jedem irgendwie 20 Schuss drauf, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Und ich so, oh, schon. Weißt du, so, doof wird überkommen, nicht angeschaut, einfach bestellt, fuck it. Aber geil. Und dann hat er mir, glaube ich, sogar einmal hat er mir noch gesagt, ja, easy, schau, verkaufst einfach alle und bringst mir einfach all das Geld, das du von dem hast, und machen wir die Rechnung neu oder so. Und dann habe ich halt irgendwie anstatt eben um die, keine Ahnung, 90 oder 80 Stutz zahlt, anstatt die habe ich einfach das gezahlt, dass ich gerade flach gewesen bin. Aber ja, okay. Mega nice. Weißt du, dass aber er mir entgegenkommt, so voll. Weißt, so voll. Nice. Und dann hast du die erste einfach so an irgendwelche Familien mit oder Freunde oder so gegangen? Oder ist das schon wie so spreadet gehabt, dass wirklich externe Leute die Hoodies am Anfang schon... Also ich glaube, es ist mehr so die Winti-Ausgangsszene, die Leute, die ich kenne. Ah, was? Okay, okay. Das Ding ist, BMX-Fahrer, haben das gerade schon immer Kollegen, die BMX oder so fahren, die etwas gekauft haben, aber BMX-Fahrer und Skater sind immer broke. Die Alter, haben nie Geld. Ja, das stimmt. Nie, und die kaufen keine Hoodies, außer der ist von Thrasher oder von einem BMX-Brand oder so. Oh, okay, ja. Branded muss er sein. Oder halt jetzt Baggy Pants und all das. Wäre dein Ziel, irgendwann mal so ein bisschen den Status zu bekommen? Wie so ein Thrasher oder Vans oder... Oder wo ich so ein bisschen wie... Weil was ich so ein bisschen der Scheiß finde bei Thrasher und es ist so Mainstream geworden. Ja, das ist eben krass, Möchtest, aber du... Keine Ahnung, du machst schon wieder den Eindruck, dass du nicht wirklich der Mainstream-Guy möchtest sein, in dem Sinn. Lieber nicht. Und es ist wie so ein bisschen... Ich mache ja mein Zeug, mache ich immer... Oder eigentlich 90% sind One... Also... 1 von 1. Okay. Sind, so der, zum Beispiel der erste Hoodie, actually, den ich gemacht habe, das ist immer noch eigentlich der best verkauft. Oh, really? Das Design ist immer noch okay. So, der wollen immer noch Leute, von dem habe ich locker schon. Da mit einem riesen Stick drauf. Ja, der ist so ein Frauenarsch, der brennt und so. Wow, alright, sick. und den wollen irgendwie alle. Und alles andere mache ich eigentlich eben immer so One-Pieces, wo ich meistens selber sage, so, look, das finde ich geil, ich mache es in dieser Farbe. Also es sind meistens schon ähnliche Designs, das gleiche Design, aber andere Farbe, andere Größe. Dass es einen roten Hoodie mit dem Design gibt. Es gibt genau den gleichen Hoodie, aber er ist schwarz. Okay, oder ja. Stück. Also es ist immer eigentlich ein Einzelstück. Und so bleibst du auch mega rare. Und die Leute müssen halt immer wirklich schauen, so, was hat sie jetzt? Du machst doch so ein bisschen wie Mini-Drops eigentlich, ja, oder? Genau, die ganze voll, Zeit. Voll, Das ist geil. Ich habe vorhin mit dem Raphael darüber geredet, weil er hat auch sein eigenes
Brand, ja, also seine eigene Kleidermarke. Und da haben wir auch also gesagt, das Ganze aufzubauen und so, braucht halt anders viel Zeit. Vor allem jetzt ja, halt wirklich ja, richtig ja, was ja, machen ja, und ja. Aber ich verstehe die Motivation, das ist wirklich geil, wenn du so dein eigenes Zeug kannst anlegen und so, oder? Ja, voll. Und es ist halt so ein bisschen, du findest es auch mega sick, wenn du mal einen in einem Bikepark siehst mit einem Hoodie oder so. Also das muss schon ein geiles Feeling sein, ja. Wenn die Leute vor allem nicht kennst und langsam ist es so, dass wirklich viele Leute noch Sachen anhand, wo ich die Hälfte davon wirklich nicht kenne. Mhm. Oder so, eben so random einer ist das gesehen mit einer Jacke und denke so, wow, krass. Ja. Würdest du sagen, dass Help or Help wie mit dir, weißt du, es gibt aber auch irgendwie so zwei Strategien, wie du es machen kannst. Wenn du jetzt eh schon als Person selber eine gewisse Bekanntheit hast oder yeah. irgendwie ein bisschen ja, bekannter bist, dass das wirklich unter deinem Namen läuft und der Brand eigentlich verknüpft ist mit deinem Namen. Voll, ja. Und alle sagen, hey, ich finde Alessio mega cool an sich, wegen dem kaufe ich seinen Hoodie. Yeah. Oder willst du wirklich wie die eigenständig, wo soll der Brand eigentlich separat sein, dass Leute ja, einfach Help ja, or Help kaufen, weil sie Help ja, or Help Geld finden. Voll. Das ist so vor allem der... Logisch, dass ich es immer ein bisschen verbinde mit meinem Account, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Leute überbringe oder ja, so. Safe, aber ja. Es ist krass, wie viele Leute das mein Zeug kaufen und keine Ahnung haben, wer ich bin. Also das ist geil, aber es ist cool. Ich weiss nicht, Okwan, wenn du das schaust, ich weiss nicht. Shoutout Okwan. Der ist auch ein geiles Sicht, macht auch geiles Zeug. Okay. Auch geiles Design, so Video-Zeug. Ich weiß nicht mehr, wie man es sagt, so Visual Arts. Okay, crazy. Crazy Zeug. sind wir 20 Jahre im Stadtpark am Saufen gewesen. Und dann habe ich halt von mir irgendetwas angehabt. Und er so, ich habe an dem Abend kennengelernt. Und er so, hey, yo, was läuft? Und er so, wow, krasser Hoodie, ich mache vielleicht bald ein Collab mit denen. Und ich so, ah oh, ja, wirklich? Nein, Mann. Und er hat mir wirklich geschrieben, also wenn andere Leute vor dir mit deinem eigenen Brand anfangen flexen, Mann. Ja, voll. Schwere Leute. Und so eine Kollegin nebendran so. Dann weißt du, dass du es geschafft hast, Mann. Sie so zu ihm so, hey. Das ist der, weißt du, nach ein paar Minuten. Ich so voll drin, drauf eingegangen, so, ah, oh, wirklich sick und so, ah, oh, geil, was aber das ist geil. Ja, jetzt genau das Gleiche gemacht, geil, ja. Richtig geil. Fucking sick. Okay. Krass. Ich finde es nice, ich finde es cool. Ich bin so ein bisschen am Verfolgen, aber mit Help or Help, ehrlich gesagt, nie etwas können anfangen. Also, yeah. Weißt du, so, mit dem Ausdruck, ich habe nicht wirklich gewusst, yeah. was du erzählt hast, macht es echt sehr Sinn yeah, und das voll. Ist eine geile nice, Bedeutung. Nein, du wüsstest halt auch viel nicht. Und, aber wenn du das dann im Hinterkopf hast, eben was die Bedeutung ist, dann yeah. ist es eigentlich voll geil. Voll weißt du, ich gebe dir einen Hoodie. Ich mach den nein, Alter, musst du nicht. Nein, Mann. Ich kann eh mal schauen, was yes, da ist. XL, dann mache ich das top. Nein, Mann, wirklich. Baggy shit, Mann. Du kannst auch Ski fahren. Ja, fahrst Ski? Ja, ich tue Ski. Aber ich bin nicht so mega talentiert. Ich, all meine Kollegen sind so richtig yeah. krasse Freestyle und so und können den Huren Stuff, ja. Yeah. Bin nicht so, ich bin auch ein bisschen mehr der Freeride, also ich gehe ein bisschen yeah. mehr powder ja, und so. Ist geil, ja. Aber ich kann nicht, in den letzten Jahren bin ich immer nur auf dem Velo gewesen. Also jetzt einmal die letzten zwei Jahre durch den Winter nur noch am Velo fahren. Ja, weißt du, okay, hier in der Schweiz, also eigentlich nicht, gell, weil der Winter immer schlimmer wird, du hast immer weniger Schnee. Ja, crazy. Aber dafür kannst du halt biken, oder? Ja, und das schießt mich dann auch für die Schienen. Ja, du tust Schienen, nein, Snöbe, gell? Ja. Aber eben auch so. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also, aber sie haben eigentlich so für ein bisschen. Ja, mal. Nein, wir haben vorhin von vorletztes Jahr hat es doch zwischendurch mal so brutal geschneit, bis ins ja, Klasse. Ja, ja. Und dann haben wir auch riesen Sessions gehabt. Wir haben immer früher immer Sprüngbauen bei uns, einfach, weißt du, in den Hügeln. Ja, ja. Und so ins Skigebiet sind wir eigentlich nie gegangen aus dem ist Skilager. Hure teuer. Wenn du weißt, in die Skilager gehst, dann ist es noch so, die Eltern zahlen. Ja, so, ja, so, ja. Tipptopp. Und nachher wirst du, keine Ahnung, bist du der Lehrer und nachher sagst du, ja, du kannst den Scheiß selber zahlen. Und dann denkst du so, ja, Zug ja, auf Lachs, Tagesticket. Lachs ist noch teuer. Lachs ja. ist brutal teuer und du gehst einfach auf Lachs, weil du nichts anderes kennst. So. Ja, ja, ja. Und dann ist so, fuck, irgendwie 150 Stutz für einen Tag Snöbe und nachher am Abend kommst du heim und es tut irgendwie alles weh, weil du einfach willst senden. Und ja, ist das Ding, dass die Leute von hier umeinander auf Lachs gehen? Ist das so ein bisschen das Einzugsgebiet? Also so Lachs ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ich glaube nicht unbedingt mega. Also ich denke mal, also die. Ich meine, alle sind meine Kollegen Skater und BMX-Fahrer, sind halt, wenn sie gehen snöben, dann wollen sie irgendwann in den Park. Mm. Oder eben halt, ja, ich glaube, die meisten würden schon in den Park wollen und das ist halt gerade so das Erste, was in den Sinn kommt. Mm-hmm. Und sonst, eben, ich kenne mich hure nicht aus, aber sonst, ich meine, Flumser Berg hat damals noch ein paar Sachen mm-hmm. gehabt. So ein bisschen in der Nähe. Davos ja auch, aber mehr, boah, ich weiß jetzt gar nicht. Okay, ja, easy, Alter. Ja, ja, wenn du nicht so am Schienen bist oder so. Der. Ja, voll. Aber
mega cool. Was ich auch noch ein bisschen fragen wollte, oder so ein bisschen, etwas, wo ich mich so ein bisschen darauf gefreut habe, mit dir darüber zu reden. Ich habe vorhin schon ein bisschen erwähnt, dass du eine recht auffallende Persönlichkeit oder Person bist, weil, so rein auch vom Aussehen her, oder? Hast du sicher auch schon gehört vorher. Und ich glaube auch generell, so ein bisschen das, was ich kenne von Insta und von den Stories und so, du wirkst recht so rebellisch. Ein Boomer würde vielleicht sagen, I don't know. Ja, weißt du auch nicht. Alter, weißt du so. Nein, aber weißt du so, ich weiß nicht, so ein bisschen Stories manchmal, so gegen. Weißt du auch nicht. Nicht so. Kann ich so ACAB-Stories und so. Und so ein bisschen, weißt du. So ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein Boomer würde sagen Punk. Punk, Mann. No, schon nicht so extrem. Aber nein, weißt, aber so weiß, ein bisschen, du weißt, was du meinst, ja, klar. Weißt du, so wie mit den Tattoos, mit dem Style, mit dem Face-Tat und so. Und Haar, hat das irgendeinen Hintergrund oder ist das einfach, wie bist du in das reingekommen? Weißt du, ist das etwas, was seit Anfang an immer schon ein bisschen, wo du immer schon wolltest sein oder ist das eine Phase gewesen, wo er einfach, so nicht? Also, so von Tattoos und vom Aussehen her und so, ist mir einfach, also logisch finde Tattoos nice und finde irgendwie, es sieht noch nice aus. Ja, also einfach, weißt du, Tattoos an den Armen und so, das sind ja mega viele Leute, die sagen, voll easy, voll geil, überall am Körper, sobald das Nerv vom Hals an rübergeht, von den Leuten so an, so, was ist mit dir nicht gut? Ja, nein, das ist im Fall. Aber ist das einfach du, der sagst, hey, ich finde das an diesen Stellen geil, oder hat das irgendwie, weil viele Leute, keine Ahnung, ich denke jetzt einfach an so extreme, so, oder Leute, die ich sonst kenne, ich weiß nicht, das an so einen 6ix9ine oder so denkst. Das ist ja zu Tattoo, aber der hier. Den habe ich getroffen, ja. Wirklich? Fucking live. Also, nein. Nicht, dass ich den Stuff nice finde, aber ich bin in einer Party X Flatland Contest, wo er eine Live-Performance gemacht hat für 40 Leute. No way. Ja, ich habe Podcast gelassen von dem, wahrscheinlich noch. Also, ja. Also, ich mache noch einen sympathischen Eindruck. Aber ja, eben. Aber der hat auch, glaube ich, recht krass, weißt du, so Story und so. Aber das ist bei dir einfach wirklich nur, dass. Hast du geil gefunden? Das Face-Tat kommt wahrscheinlich sogar ein bisschen vom Harry Mayne. Ich würde jetzt nicht sagen, es kommt von ihm, aber es ist wahrscheinlich sicher so im Hintergedanken. Ist das irgendwo, so dein Idol gewesen, wo du jünger bist, nein, du hast angefangen? Eigentlich überhaupt nicht. Also sein BMX-Fahren überhaupt nicht. Sein Style von BMX-Fahren, also crazy. Was er früher gemacht und so. Das ist ein Boss, aber es ist überhaupt nicht mein Riding-Style eigentlich. Aber irgendwie halt gleich hat er gemacht, was er wollte machen. Mm. Und hat wirklich einfach gemacht, was er wollte machen. Und die Leute haben dafür gehatet oder gefühlt oder ist ja scheißegal. Und bei ihm hat es einfach schon immer sick ausgesehen, das Face-Tat habe ich gefunden. Hast du schon mal wie negativ? Oh, siehst du? Fuck. No. Schon jetzt? Alright, we apologize. Apollo. Wir unterbrechen das Ganze schnell, weil, ja, scheiße, die Kamera ist ausgegangen und sie geht jetzt. Das passiert am besten. Jo. Werbeunterbrechung. Wir sind da im, wie heisst das, Hostel? Ja, wenn ihr erwähnt, da irgendwo im Winter übernachten, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Depot. Depot, ja. 95. Ja, eben, haben sie jetzt gehört, oder? Da hat es recht... Mega geile Zimmer, ich habe es von außen gesehen, es gar nicht. Es ist gerade neben dem Skillspark. Für alle, die in den Skillspark gehen wollen, zwei Tage, nicht mit dem Pennen. Aber ich kann eigentlich einfach weiter erzählen, oder? Also, zum Face-Tat. das ist einfach recht früh eigentlich schon in meinem Kopf, finde ich, dass ich mal ein Face-Tat machen will. Also wirklich früh, mit irgendwie 15 oder so. Und dann habe ich das meinen Eltern immer gesagt, so, ich mache mir mal ein Face-Tat irgendwann. We keep rolling. We're back, hello. Der hat gesagt, Kameraqualität hat jetzt ein bisschen gewechselt. Aber hey, wenn ihr das könnt sehen. Sieht geil aus. Wir filmen jetzt mit dem iPhone, es tut mir leid, falls die Qualität nicht mehr die gleiche ist. Aber iPhone ist echt noch geil. Die sind super am Gas gegeben mit der Kameraqualität. Krass, ja. Wir waren bei FaceTats negative Rückmeldungen bekommen. FaceTats. Schon. Ja, sehr viel. Nein. Sehr viel. Aber wieso? Werden Leute irgendwie, weißt du, tut das die dann aufregen? Also es ist oder die eine Sache, die sind crazy, Mann. No way. Crazy, wo ich, also ich habe jetzt wirklich so, ich habe ja irgendwie eineinhalb Jahre den Brief abgegeben und habe mit dem Zug müssen arbeiten. Okay. Und dann ist wirklich so am Abend, weißt du, keine Ahnung, um 17:30 im Zug, alle gehen heim vom Arbeiten, gucken in das Viererabteil,
die Leute stehen lieber, als nehmen mich an. No way. Crazy. Was? Wirklich so, jeden Tag, wenn ich heimgefahren bin, bin ich eigentlich immer allein gewesen im Vierabteil. Ich so, jo, Fuss geil, Alter. Also, das stört mich hure nicht. Aber es ist noch crazy, weißt du, so, auch alte Leute im Zug. Ja. Hockst du zu ihnen ins Vierabteil, sind allein. Die anderen stehen auf und gehen weg. Also, weißt du, so, Sachen, die du eigentlich gar nicht wirklich glaubst. Also, ja, wirklich. Also, es ist ja. Ist recht krass. Und auch mein. Also, ich habe es halt wirklich mit 18 gemacht in Barcelona. Und habe dann auch so halt gedacht, ja, ich habe meinen Eltern ja immer gesagt, dass ich immer eins machen will. Und die halt immer, ja, so ein Zeich, niemals. Und nachher habe ich es gemacht in Barcelona. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe so direkt heimkommen mit FaceTat. Ohne Vorwarnung ist vielleicht ein bisschen sketchy. Und dann habe ich gedacht, ich lüte ihn jetzt erst an. Mami angerufen, hey, hallo, alles klar. Und ich lüte eigentlich nie an aus der Ferien. Ja, ja. Und Mami ist schon so, ist alles gut. Ja, das ist los, ja. Und ich so, ja, alles gut, tipptopp, selber. Und dann ja, tipptopp. Und dann habe ich so, ja, kann ich nur sagen, ich habe das Face-Tattoo gemacht. Und meine Mami so, was hast du gemacht? Ich so, ich habe das Face-Tattoo gemacht. Und sie so, ah, okay. Ich gebe dir den Papi. Nein. Dann hat er den Papi gegeben. Und ich so, ja, oi, alles klar. Ja, was Albert? Was ist? Und ich so, ja, ich habe das Face-Tattoo gemacht. Bist du besoffen? Nein, Mann! Wirklich so. Ich glaube, ziemlich direkt aber, so. Bist du besoffen? Und ich so, nein, alles gut. Ich habe es ja immer gesagt, ich will das machen. Ich kann es nur mal sagen, nicht, dass ich gerade so, weißt du, ohne Vorwarnung heimkomme und so, bla bla. Und jetzt sind sie es nie schlimm gefunden. Aber du hast eigentlich noch danach, dass du recht easy Eltern hast. Ja, ja, voll. Nein, sie haben es. Nicht strenge Eltern, also nicht sie sind mega streng erzogen worden. Nein. Nicht cool, cool. Mega easy eigentlich. Aber mein Nonno hat es gar nicht gefühlt gehabt. Oh, ja, gut. Der hat wirklich so. Also ich würde jetzt nicht sagen, haben mich ignoriert, aber es war schon so ein bisschen so, wow, krass, okay, ja, das geht gar schon, nicht. Schon für viel. Ja, gibt es auch für Ältere, glaube ich. Voll. Schon. Und halt auch mit wenn so, eben ist halt gleich in Italien aufgewachsen und keine Ahnung, ist halt schon auch, Kriminalität ist ein bisschen anders wie bei uns und dort haben halt in dieser Zeit dann nur Kriminelle. Hast du auch das Gefühl, weißt du, dass es mit, du kennst Teardrop-Tattoos? Ja, voll. Das ist halt ein bisschen der Hintergrund, dass das von der Gefängnis kommt und so, voll, oder? Ja, es sind auch alle, die fragen, sind das doof? Aber ja, dann ist es doch, also weißt du, vielleicht ist doch ein bisschen das der Grund, wieso das viele zuerst so, voll. Weil es halt schon so wie eine gewisse Art von Face hat, das hat halt schon krasse Hintergründe. Ja, sowieso. Aber ich finde es gleich krass, wie gewisse Leute auf das reagieren, das ist so scheiße irgendwie. Ich meine, ja, es ist, weißt du, wenn du es machst, glaube ich, also ich bin vollkommen easy damit, wenn Leute das Problem haben damit. Also mich selber stört es. Du musst ja fast nicht so denken, voll. Oder? Ich meine, und es ist auch noch crazy, was, also so, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen bei der Polizei halt auch. Ich bin immer der Erste, der kontrolliert wird, wenn man in der Stadt ist. Ja, Mann. Das ist logisch, aber das habe ich auch gewusst, als ich es gemacht habe. Und ich habe nichts zu verstecken, von dem her ist es eigentlich auch easy. Und auch so crazy ist nur, wenn wir mal, wir sind in Wiel, an einem Native-Konzert gewesen und nachher mit den Jungs, ein paar Jungs von Vinti, ein paar Jungs von Wiel. Und irgendwie hat dann einer an einem anderen aus Versehen, glaube ich, im Moschpit, weißt du, einen Ellenbogen in die Brust gegeben oder so. Irgendwie. Und der andere voll hässig geworden und so. Oh shit. Und nachher sind wir raus und dann sind die uns anficken gekommen und dann hat halt unser Boy auch müssen zurückficken. So, und nachher der andere so irgendwie. So, ja, oh fuck, was hat er, ich weiß nicht mehr genau. Ich so, ja, wenn der irgendwie boxen oder so, weißt du, nachher. Willst du Vetterli haben? Willst du Vetterli haben? Ich war irgendwie gerade so im Modus hinein und dann einfach schnell müssen so, weißt du, so, zu ihm an, so packen und so, wir können schon boxen, wenn du willst. Und weißt du, so ein bisschen aggro und der andere gerade schon mal Schlägerei gehabt? Ja, in der Schule so klein, aber richtig nicht so wie dort, dass du mal mit jemandem machen kannst. In Montpellier haben wir mal so ein bisschen eine Auseinandersetzung gehabt mit ein paar Besoffenen und mir auch Besoffenen. Aber das ist Montpellier sowieso eine komische Story. Das ist fies und all das. Okay. Aber crazy, weißt du, ich wäre wahrscheinlich der Erste. Also das wäre vielleicht nicht gerade der Erste, aber einer von der Ersten, der am Boden liegt, wenn es um Schlägeln geht. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich mega viel Chance hätte. Aber nur weil... Alter, du hast ein Face-Tat, Mann. Ja, die Leute haben Angst. Geil. Das ist crazy. Der andere hat sich schier in die Hose geschissen. Aber es gibt dem schon noch so ein bisschen so... Ja, voll. Bin gefährlich. Ja, voll. Bin gefährlich, Junge. Pass mal auf, was krass. Okay. Ja. Geile Sache.
Krass. Aber man trifft gar nicht so viele Leute, die Facetats haben. Wegen dem finde ich es mega interessant gefunden, die das mal können, zu fragen. Du hast... jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Oh, no way. Er hat ein Foto gemacht von meinen Zähmen. Nein, ich weiss, über was wir reden können. Das ist gut. We keep it freestyle. ich wollte noch so ein bisschen darüber reden. Das heißt, du hast jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen vom Ausgang erzählt und so. Und du gehst, so wie ich das so ein bisschen von Social Media mitbekomme, also gehst du noch recht gerne in Ausgang, oder? Ja. Schon noch. Nice. Cool. Also Ausgang ist auch so ein kleines Ding, so in Club. Stadi-Szene. Stadi-Szene, ja Mann. Ja? Nein. Also, wie soll ich sagen, in Club eigentlich nicht mal... Bist du nicht so der Raver? Nein. Doch, Raves. Raves schon, aber Raves sind nicht unbedingt aber... immer in einem Club. So die geilen Raves, Raves sind im Wald oder irgendwo irgendwie so auf einem Hügel oben oder so. Krass. Raves schon, mega eigentlich, ja. Aber du trinkst auch Alkohol? Ja. In dem Fall. Aber auch nicht eben, also... Weil ich sehe immer nur, weißt du, wenn du im Ausgang bist, er macht recht viele Storys, wenn er im Ausgang ist, im Fall. Und du bist auch immer so, wenn ich halbe, keine Ahnung, zum Beispiel, ich arbeite unregelmäßig. Ja. Und ich habe zum Beispiel Frühdienst manchmal. Ja. Und dann muss ich irgendwie um 4 Uhr morgens arbeiten und stehe um 3 Uhr morgens auf. Ja. Und da ist so Sonntagmorgen, stehe um 3 Uhr morgens auf. Und schau, ich habe mal so ein bisschen auf Insta gesehen, einfach, du bist immer noch unterwegs, irgendwo zu Zürich mit deiner Gruppe. Und ich dachte so, hä? Krass, was macht ihr denn so den ganzen Abend? Also du bist einfach immer mega lange unterwegs, aber du bist nie voll im Sauf, wenn du dann so unterwegs bist. Nein, also... Wenn wir an Raves gehen, dann ist meistens Sauf eigentlich wirklich überhaupt nicht viel. Mhm. Also vielleicht 1-2 Bier, einfach, dass du so etwas getrunken hast. Mehr einfach, dass du etwas getrunken hast. Okay. Also weißt du, auch einfach Wasser. Und, weil bei einem Rave eigentlich gehst um die Musik zu enjoyen und ich finde irgendwie, wenn du voll besoffen bist, dann... Also es gibt auch viele Leute, die nicht tanzen und sich nicht so aus sich raus können. Ja, aber ich kann gar nicht tanzen, ja. Ja, aber weißt du, die schämen sich, also weißt du, es ist nicht mal, dass sie es nicht können, aber sie schämen sich einfach zu machen. Voll, ja, und ich glaube, hier in der Schweiz ist das noch öfter so, wir sind ja nicht, bekannt, die Schweiz ist ja nicht bekannt dafür, dass sie die extrovertiertesten sind und so ein bisschen die... Ja, voll. Nein, das ist schon so, ja. Aber ja, dann bist du einfach so ein bisschen. So zwischendurch mal ein bisschen drüber, zwischendurch mal. Ja, eben jetzt gemütlich. Haben wir. Also so wirklich. Ah, doch, stimmt, Neujahr, dort habe ich recht viel gehabt. Bist recht aber dort ist einfach so, da haben wir wieder Bierpong angefangen zu spielen. Und nach dem ersten Bierpong sind die halben Becher mit Wodka gefüllt. Und dann irgendwie spürst du es mit der Zeit. Zuerst dachte ich so, ich spüre gar nichts, ich spüre gar nichts. Nachher auf einmal. Das ist das Schlimmste mit denen. Ja, mega. Hey, gestern bin ich am Dayrave gewesen. Ja. In Zürich. Ja. Also heute Morgen war gar nicht gut. Mann, Scheiße. Ich bin von Luzern hergekommen. Ja. Und da ist der Freundin noch so gesagt, hey, wir müssen gemütlich gestern. Ja. Also gestern Morgen so, hey, heute wirklich nicht, wir müssen ein bisschen Zeit, weil ich muss 6 Uhr auf 7 Uhr noch eine Stunde hierher fahren als Einricht und so. Alter, dann bin ich heute aufgewacht. Also in dem Moment, wo der Wecker geläutet hat, um 6 Uhr morgens, und ich so da oben, also ich so, nein, Mann. Ja. Ich kenne das, aber... Du musst... Ich weiß nicht, ob die Storys haben mich gesehen, wenn ich ausgang bis 5 Uhr am Morgen und am 8 Uhr bin ich im Bikepark. Mhm. Das ist. Ich habe, als ich im Dorf die Heim gewohnt habe, mit den Eltern, bin ich halt da zu Winter ausgegangen mit dem Velo und bin nachher heim gefahren. Mit dem Velo habe ich. Ich kann nicht mehr im Zustand, aber hast schon etwa eine Stunde oder so, hast schon heim. Und wenn du laufst, hast du 2,5 Stunden. Ja, ich bin ein paar Mal heim. Aber dann bist du wieder nüchtern, Mann. Und dann laufst du heim, du hast Bewegung, dann auf dem Weg triffst du noch keine Ahnung. 3-4 Brünen und dann trinkst du noch ein bisschen Wasser und dann bist du heim und bist eigentlich schon voll. Das kenne ich als Dorfkind, habe ich auch gehabt. Eben, mein Heimweg war nicht so lang gewesen, wie deine jetzt zu Fuß. Ich hatte eine Stunde gehabt, je nach Zustand. Eben. Aber es ist eigentlich verdammt gut. Das ist perfekt. Ja, Alter, das ist eine geile Story. Auf dem Heimweg, das ist nicht mit mir passiert, mit meinem Bruder. Zwischen Interlaken, dort wo die Clubs sind, und Wilderswil. Aber es ist so eine Stunde, halt, wenn wir wirklich drunk waren, so eine Stunde haben wir etwa gehabt. Und mein Bruder ist mal heimgelaufen vom Ausgang, das hat er mir nur erzählt, leider nicht dabei gewesen. Aber zu uns im Dorf, zwischen Interlaken und Wilderswil, ist so eine ganz lange Gredel. Und links und rechts sind Maisfelder. Yeah. Und das ist so ein Fussweg, einfach so ganz lang gerade. Und mein Bruder ist auf die Idee gekommen, besoffen in das hure Maisfeld reinzugehen und ist nicht mehr rausgekommen. Dann war er einfach lost. Ja, Alter,
Alter, und das Problem ist, er war sehr besoffen und ich habe gesagt, er hat mega Paranoia bekommen. Ja, ja, Alter, weißt du. Und ich gesagt, er ist, dass er verfolgt wird, dann hat er wie so einen gestörten, dass er so ein Maisfeld gesäckelt. Alter, dann denke ich, da können crazy Sachen passieren. Ja, auf dem Heimweg, voll. Mann. Voll, aber du sagst, in dem Fall, wenn du eigentlich etwas geplant hast, dann musst du einfach, ziehst du am liebsten gleich durch. Anstatt dass... Nein, nicht unbedingt, also... Oder wie machst du das, wenn du bis um 5 Uhr... Ich kann nicht biken, wenn ich bis um 5 Uhr morgen... Also ich war ja schon im Ausgang gewesen, heavy, und dann bin ich am nächsten Tag gebiken, aber das war immer so... gewesen. Also ich glaube, du musst dich einfach... Zusammenreissen. Du musst dich einfach darauf vorbereiten, du musst es vor dem Plan schon haben. Wenn du in den Ausgang gehst und nachher am 5 Uhr morgen sagst, oh, ich gehe um 7 Uhr auf den Zug, zum biken, dann gehst du nicht. Aber wenn also ich bin schon immer tags wo ich gegangen. So. Also ich bin immer so tags. Ich meine, aber heute hat die weil also ich auch so für einen kurzen Moment um 6 Uhr morgens zu sagen, also ey, fuck, eine Stunde länger, Alter. Aber das, so bin ich dann auch nicht. Aber es ist dann halt echt nie so geil gewesen. Also ich weiß, also ich glaube, ich kann, wie soll ich sagen, ich habe nämlich einfach, also ja, ich habe einfach den Plan schon am Abend vorgehabt und habe ich gewusst, dass ich sicher nicht voll stürzen. Nur bis um 5 Uhr, nicht bis um 6 Uhr. Ja. Ja, geil. Voll. Und halt, keine Ahnung, dann... Ja, mit Müdigkeit geht's. Ja, weißt du, aber wenn du noch Kater hast dazu... Ja, ja, nein, dann ist boah, dann ist fertig. Dann ist nicht geil. Ah. Dann musst du noch kotzen im ersten Leben. Bah, ja. Oder weißt du, ich bin mal... letztes Herbst sind wir in Lenzerei gewesen. Ja. Und ich bin mega... Wir sind mega ausgegangen, Abend vorher. Und wir haben eigentlich gar nicht so strubi ausgegangen, weil es echt eskaliert aus dem Nichts. Und am nächsten Morgen aufgewacht und am Nachmittag, irgendwie um 2 oder so, sind wir noch in den Park gegangen. Ja. Und ich hatte so einen Kader gehabt. Und der ganze Park, aber es war Herbst, also der ganze Park war voll mit Bremslöchern. Ja. Hey, mein Kopf hat so weh da, Mann. Ja. Voll geil. Aber ich muss sagen, ich finde das noch geil, weil du, das finde ich cool, an dem, wie du das machst auf Social Media, du bist mega authentisch. Weißt, es ist nichts, man hat nicht das Gefühl, kein einziges bisschen ist irgendwie, du machst das für jemand anderes oder du machst das aus. Oder du hast etwas zurückhalten oder gehst jemand vor jemanden sein, wo du vielleicht gar nicht bist. Ja, aber das ist auch sehr wichtig. Das ist ja genau das, was du eigentlich. Ja, aber weißt du, es gibt so viel, was sagen. Weißt du, Schweizer Mountainbike sind, ich meine, Mountainbike kommt jetzt, oder ich Bike generell kommt recht auf, oder? Ist ja recht aufgekommen in den letzten Jahren. Und es gibt so viele Kids, die jetzt dir folgen, mir folgen, anderen Bikern, die ein bisschen Aufmerksamkeit haben, folgen. Und es gibt halt auch viele, die sagen, hey, ich habe eine Verantwortung, ich kann nicht Stories vom Ausgang posten, weil das sind Kids, die das schauen, wo er irgendwie... Ja, das hat sicher auch etwas, aber... Aber ja, irgendwie schlussendlich... Kids wissen ja auch sonst, dass du in den Ausgang gehst. Mann. Sie sehen vielleicht nicht gerade so viel, aber es ist wie so... Also, ich finde irgendwie, du musst die Wahrheit nicht verstecken. Also, ja. Oder auch so ein bisschen eben mit, keine Ahnung, du hast ja gleich auch schon ein, zwei Storys gemacht, wo du so ein bisschen über Cops und so. Ja, voll. Noch ein bisschen, weißt du, das ist so ein Wert, wo man nicht, wo dann andere, also ich bin wirklich der Meinung, das, was du machst, ist geil und das ist authentisch und du sollst bei dem bleiben, aber es gibt halt auch andere, die dann sagen, keine Ahnung, es ist, du sollst ein Vorbild sein und vielleicht ein bisschen weniger. Voll. Aber es muss nicht, ich meine, aber die Kids, die kommen mit dem in Kontakt so oder und die haben die Meinung, die sie haben oder ihre Schulkollegen und anders von dem her. Ja, voll. Habe ich eigentlich, finde ich das voll nice, wie du das machst. Mit der Polizei ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde, ich habe schon ein paar Sachen erlebt, wo der Polizist nicht so gehandelt hat, wie er hätte sollen. Okay. Und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das fällt eigentlich nicht wirklich auf das eingehen. Ja, easy, wissen nicht. Voll gut. Aber eben, gleich finde ich es geil, wie du es machst. Können wir auf das eingehen? Ja, vielleicht können wir vielleicht noch auf das eingehen. Also... Nein, können wir noch auf das Seite gehen. Vielleicht, du hast vorhin noch gesagt, du hast die Ausweis weg gehabt. Ja. Ist das... Einfach, bist du echt schnell am Fahren gewesen? Das ist... Also du musst nicht... Ich habe mit 16 im Roller arbeiten und nachher bin ich vom Arbeiten... Oh, das ist das gewesen. Ich bin aus der Bude rausgelaufen, habe eine Schraube im Hosensack gehabt, kurze Hose, T-Shirt, im Sommer, schön geiles Wetter. Nachher rausgelaufen und so, nein, ich habe noch Schraube im Hosensack. Nachher zuerst gedacht, ja, komm, ich tue es noch schon zurück. Nachher, fuck, ich komme dich ja morgen, ich brauche es ja morgen eh wieder. Die Schraube im Hosensack lassen, auf den Roller heimgefahren, dann hat so eine recht lange, gerade Strecke. Also ich bin nicht heim, sorry, ich bin auf Winter, Richtung Winter gefahren. Recht lange, gerade Strecke, wo der Roller halt
der Roller läuft genau so knapp nicht 80. Mhm. Und weil die Straße so gerade ist, fahren die Autos halt genau 90. Und das ist so genau die blöde Tempounterschied. Da bin ich halt immer rechts am Rand gefahren, sodass die Autos so gut wie möglich überholen. Ja. Und nachher irgendwie, das hat so ein Bauernhof, ist einer an mir huere knapp vorbeigefahren und ich bin voll verschrocken und so, wow, what the fuck war jetzt das gewesen? Und habe wie so aus, keine Ahnung was, habe ich hinterher geschaut, dass noch mal, ob nochmal jemand kommt oder irgendwie, weißt, Spiegel hinterher, keine Ahnung, komisch. Und dann höre ich vorne, und der Sieg hat mich überholt und gerade vor mir müssen Vollbremse machen, weil einer vor ihm angehalten hat, weil er auf den Bauernhof gehen. Oh shit. Ich dachte so, hey, schau führen. Und dann ist schon spät, ich bin mit einem 80er dem ist hinten ins Auto gefahren mit dem Roller. Und so ein kleiner Dude, ich bin über das Auto geflogen, über das Trottoir, in die Wiesen runter und so, oh krass, was ist jetzt passiert? Denkt auch, irgendetwas Alter. Ist kaputt. Alter, einfach aufgehockt. Alles gut gewesen. Und dann kommt so eine Frau zu Säckeln und drückt mich am Boden. Du bleibst liegen! No way, so Karen, a Karen oder was? Die hat so gedacht, ich bin tot. Und ich so, nein, es ist alles gut. Aha, die hat halt nicht irgendwie so, du Wichser, bist du da wieder hinten drin gefahren. Nein, nein, nein. Tipptopp. Okay. Das war eben etwas gewesen. Und dann haben sie mich, dann bin ich so ein bisschen in die Drift-Szene reingekommen. Ich habe einen Nissan 350Z gekauft. Ja, ja. Nachher bin ich so ein bisschen das Zeug gekommen. Und dann habe ich halt, ach, eben auch, das war auch mit 18 oder so. Das war mein zweites Auto. Brutale Karre. Skills Park. Heimgefahren und nachher wie wirklich voll dumm in der Stadt, weißt du, noch irgendwie 5-6 Kurven quer gefahren. Und dann sind sie mal gerade entgegengefahren. Mm. Haben sie mich gesehen. Das ist noch etwas. Was Drift ist nicht erlaubt? So. Ich meine, schadet ist ja niemandem. Ja, in dem Sinn. Es ist eben noch, also es ist nicht beherrschendes Fahrzeug, wenn du das Auto ist, schleudern bringst. Also es ist, ah shit. Oh, willst du extra machen? Ja, und es ist sogar im Polizeibericht gestanden, kontrolliertes Driften an der und der Kurve, aber das Verfahren ist gleich nicht beherrschendes Fahrzeug. Fuck, das ist wie wenn du mit dem Töffes Wheelie machst. Ah. Das ist auch nicht beherrschendes Fahrzeug. Ja, das stimmt, Fahrzeug, ja, okay, das ist okay. Eigentlich viel mehr beherrschend. Aber ja, und dann mal noch schnell irgendwie, auch nicht viel. Aber Ausgangstor vor der Durchstrichen 50, als frühe Beschleunigung, sind zum Laser gewesen. Shit, aber wegen dem hast du halt, also das ist halt wie alles zusammengekommen. Ja, krass. Was krass ist, der Rollerunfall wäre 2 Wochen später verjährt gewesen. Oh shit. Und das letzte schnell ist 2 km/h schnell gewesen, dass es zu all dem gelangt hat. Nein, Mann. Also es ist wirklich so. Ich habe vor kurzem einen Bus bekommen, 21 schnell im, was ist das gewesen? 50er. Das könnte, glaube ich, noch hässig werden. Ja, das ist. Nein, warte, jetzt ein. Oder ist es. Ich weiß auch nicht, ob es 50er oder 60er war. Ich hatte 72 zu viel im 50er. Wo ich abgehauen. 72. Gut. Also, nein, sorry. 72. Nicht 72 schnell. Holy Mann. Nein. 72 anstatt 50, nicht 72 schnell. Ah, Alter. Was? Du weißt, wie du so gedroppt hast. So. Aber ich hatte 72 gehabt. Oh, nein, sorry. 22 zu viel. Aber mit dem Abzug. Jetzt klopft es? Nein. Boah, nicht gut. Ja, so nicht gut. Nein, easy. Ah, krass. Dann hast du das Auto weg. Jetzt hast du ihn wieder, hat er Ja, voll. Geil. Alles muss man Verkehrspsychologin. Wie heisst das? Nothelferprüfung. Also. Aber der L hast, dann bist du wieder auf Bewerb, also können Auto fahren, aber halt so wie frisch, ja, neue Lenker. Ja, und Sinn. Noch Bewährung für. Boah. Keine Ahnung, wie viel, ja. Crazy, ja, so kann es gehen. Krass. Ja. Ich wollte dann noch so ein bisschen aufs Biken natürlich drauf zurückgehen. Ja, klar. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast schon vor der Lehre bei. Wann hast du angefangen? Also in dem Auto hast du angefangen mit BMX fahren, weil ja, du kommst eigentlich ursprünglich aus der BMX. Szene, BMX, gell? BMX. Wann hast du angefangen? Recht früh, also das erste Mal auf der BMX-Strecke bin ich irgendwie mit 2. Ah, du hast mit Race angefangen? Ja, voll. Also so fast wie jeder? Ja, alle. Also es ist wirklich, ja, wirklich. Auch, also es ist die beste Grundlage, es ist wirklich crazy. Du lernst, sei klein, und wenn du früh anfängst, lernst du seit früh auf, wie du musst pushen. Dann lernst du, wie genau das musst fahren. Du hast eine Bremse, aber die brauchst du eigentlich nicht. Ja. Du musst genau üben, wo musst du das Vorderrädchen hin tun, wo du das Hinterrädchen hin tun. Du lernst das alles mit null Spielraum. Mm. Und nachher kommst du 10 Jahre später auf ein Mountainbike, das 2 Bremsen hat, 170 mm Federweg. Und das ist so, ja, ein bisschen zu kurz, kommst du scheißegal. Aber du hast dann noch nicht Mountainbike. Ich habe. Also hast du wirklich zuerst only ja, nur ja, voll, BMX voll.
bei Race BMX gefahren, bis etwa 15 oder so, und habe halt irgendwie mit 11, 12 so ein bin ich ins Freestyle gekommen. Okay. Und dann bin ich irgendwann aufgehört zu racen. Bin eigentlich nur noch Freestyle BMX gefahren. Und habe aber schon mal, also wir haben halt auf dem Schulweg, haben halt sehr viele Trails bauen. Okay. So. Halt einfach zum von der Schule heimkommen. Ah, und das nice. Ist aber mit dem, weißt du, mit so einem Price so, Hardtail. So Kids, aus dem, normales Mountainbike-Dings. Ja, aus, aus dem Decathlon oder Athletik, man sind noch keine so kleine. So ein richtiges Ghetto-Bike eigentlich. Und am Anfang noch mit dem Rücktritt-Velo, weißt du. So, oh yeah, so school, immer holy shit. Schule, das, so bin ich eigentlich immer ein bisschen Mountainbike gefahren, aber eigentlich nie in einem Bikepark gewesen. Und auch nie wirklich ein krasses Mountainbike gehabt. Ich hatte dann irgendwann mal noch so einen alten Kona Lisa Slopestyle Frame. Kona Lisa. What? Ich kenne nur den Stinky. Nein, das ist der Freeride. Das ist der Freeride, oder? Down, oder? Aber Lisa ist... Der Slopestyle Frame. Oh. Und das war ein S gewesen, oder ein XS sogar. Mhm. Und ich habe gedacht, wow, krass, das ist ein, weißt, ich gedacht, das ist irgendeine Art Downhill-Frame, so den gekauft hatte, Occasion irgendwo. Das war 2006 Jahrgang. Boah. Und dann habe ich irgendwo noch ein bisschen geschaut, weißt, und dann habe ich 200 Stutz noch so eine 180mm Gabel irgendwo gefunden. Und ich dachte, das passt sicher geil in das Velo. Dann ist es gestanden wie ein Harley, weil der halt eigentlich gebaut ist für, so wie der Bender-Sender. Kennst du den? Josh Bender? Ist doch, der ist der Typ, der so die übelst trübsten Drops hat. Ja, voll. Und der hat sich auch so ein Dropbike, wo wirklich so eine riesige Hure Dinge kann. Ja, es hat halt voll nicht zusammengepasst. Aber ja, du bist halt kein richtiger Mountainbike, wenn du mit einem Kona angefangen hast. Ja, Mann, das ist einfach so. Krass, aber dann schon voll ein BMX gewesen? Immer BMX, okay. Ja. Immer BMX. Und du bist also eigentlich, aber ich kenne jetzt den, oder was du machst, von Insta einfach. Und ja, auch nur seit du hast angefangen, wirklich so Mountainbiken voll. Und das ist aber auch erst vor kurzem eigentlich, also vor ein, genau zwei Jahren. Zwei Jahre habe ich es erst. Gerade als ich den Brief abgegeben habe, habe ich das Velo gekauft. Geil, okay. Weil ich halt eigentlich sonst immer Autos gekauft mit ein bisschen Geld. Mhm. Kannst halt mit 2000 Schutz kannst du ein Büchs kaufen, wo jo. Ein bisschen quer geht und so. Jo. Von dem her ist geil. Und dann habe ich einen Brief abgegeben, habe ich ein bisschen Geld auf die Seite gehabt und dachte, jetzt könnte ich ein Mountainbike kaufen. Und dann habe ich von der Ann-Sophie das Track abgekauft. Ja. Das ist nachher gebrochen in 3 Monaten. Aber ja, so bin ich so zum Mountainbike gekommen. Crazy. Voll, ja. Aber ich finde es mega cool. Also vor allem, du hast halt dieses Ding vom, die Skills vom BMXen. Ja. Voll können mitnehmen, oder? Ja, ich kenne mega viele BMX-Racer, die Mountainbiken nebenbei, und die haben so ein krasses Skillset vom BMX. Und das ist halt geil. Du lernst halt im Mountainbike verzeiht, das Mountainbike verzählt dir halt viel mehr. Viel, als BMX. Finde ich cool. Was ich so ein bisschen wissen wollte, ist, hast du schon immer so ein bisschen, ist das immer ein bisschen das Ziel gewesen, Pro oder irgendwie mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen, oder mit dem mal können Geld zu verdienen, oder so ein bisschen ein Pro zu werden in dem Sinne. Weißt du, bist du, ich hatte das schon gesagt auf dem Podcast hier, wo ich mit dem Ryan habe geredet, mein Ziel ist das schon immer so ein bisschen, sobald ich sehe, so, hey, ich kann mit dem Geld, es gibt Leute, die mit dem Geld verdienen können. Voll, sei es jetzt durch Competitions oder Race oder Mediageschichten. Voll. Habe ich dann auch gewusst, hey, das ist ja, was ich mache, weil das Geld schon kannst machen. Und wenn du mit dem noch dein Leben, dein Lebensunterhalt kannst verdienen und das dein Job kannst nennen, ist ja das Geilste auf der Welt. Von dem her, für mich war immer so ein bisschen das Ziel gewesen, dass mal, oder immer noch natürlich das Ziel. Aber wie war es bei dir gewesen? Ich glaube, das war nie mega so das Ziel gewesen, weil ich habe, also vom Racen her bin ich nie wirklich, also ich bin eigentlich immer Letzter geworden, ich bin wirklich schlecht gewesen im Racen, bis irgendwie 10 oder so. Und nachher hat es so ein bisschen Klick gemacht, dann bin ich ein bisschen besser geworden. Ich bin nie wirklich so gewesen, dass ich hätte können sagen, dass ich vom Racen irgendwann könnte leben könnte. Das Race ist auch mega tough, da die ersten 30 von der Welt können vielleicht einigermaßen davon leben, die anderen sind so ein bisschen überall rumstrugglen. Und darum war das wie nie ein Thema gewesen. Und nachher ist das Freestyle gekommen, ich habe nichts gekannt vom Freestyle irgendwie. Und das war, glaube ich, nie wirklich so ein Thema gewesen. Und BMX ist halt auch nicht so das Geld, gell, eben, jetzt im genau, es ist halt eher voll, es ist mega ein simpler und eben, ich meine, alle Boys sind broke, die BMX fahren, das ist wirklich... Es ist aber auch krass, weißt du, das finde ich so das Geile an BMX oder Skaten oder schon nur irgendwie Dirtbike, Slopestyle. Es ist so viel günstiger als fucking Downhill oder Freeride und so, Mann. Ich bin das so
boah, es ist so, regt mich gerade auf, wenn man so, ah, das ist so krass. So Jens. Crazy. Und keine Ahnung, wegen dem verstand ich schon ein bisschen, oder ja, ich sehe den Reiz der doch ein bisschen, dass halt wirklich, und das, du, weißt, es ist, also, du hast schon nicht viel Material. Ich finde, Mountainbike ist so eine Materialschlacht, Mann. Ja, brutal. Wenn ich, wenn ich irgendwo ein Wochenende hergehe, habe ich so viel Shit dabei. Ja, und wenn du gehst BMXen, Alter, ist echt echt BMX. Ja, ein Tool, du kannst das ganze Velo auseinandernehmen. Stimmt, das ist auch noch das Geile. Ja, du, hast echt, du musst nicht irgendwie, keine Ahnung, du brauchst ein fucking Sechser-Imbus mitnehmen. Ein Sechser-Imbus. Ein Fünfer auch noch? Nein, einen Fünfer brauchst du nicht. Vielleicht noch ein was ist das, ein Zweier für den Kettenspanner. Und einen 17er Schlüssel. Alter. Alles. Brauchst du nicht mehr. Crazy. Okay, aber eben ist so ein bisschen das drin gekommen. Ich finde, jetzt beim Mountainbike, weißt du, so ein bisschen, du hast ja dort so, also wirklich alle, die Alessio nicht kennen, gehen wirklich mal seine Instagram-Seite anschauen, weil was der Typ macht auf dem Velo ist insane. Gracias. Nein, wirklich crazy und mega, mega cool, das können zu beobachten. Hast du jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen wegen Mountainbike? Ist jetzt da irgendwie etwas entstanden daraus? Oder bist du jetzt so ein bisschen, oder hast, ich weiß noch nicht, was ist echt so dein momentan Stand? Du, würdest du dich selber als Pro bezeichnen? Oder wie sieht es momentan aus mit Sponsoren oder Plänen? Oder echt so ein bisschen, ja, du hast jetzt noch ein Edit gemacht, Burgo Dio, wo mega geil ist. Keine Ahnung, was ist so der Stand jetzt in deiner, sagen wir jetzt mal, Bike-Karriere, wenn man so nicht so will sagen. Bike? Also mit BMX? Mal, kannst du beides. BMX. Also BMX, würde ich sagen, also Pro sicher nicht, fahre Contest auf Pro-Level, wenn ich Contest fahre. Aber du würdest dich selber nicht als Pro... Ja, nein, als Pro kannst du davon leben, finde ich. Oder ja, lebst du davon? Nein, ich komme vom BMX komme ich von niemandem Geld über, sozusagen. Okay, du hast Sponsoren BMX? BMX habe ich einfach Flybikes als Bike-Sponsor. Und das ist mega nice, das ist wirklich, also finde ich wirklich, ja, dass ich dort überhaupt dabei sein darf. Ja, aber noch denken, dass die vielleicht ein bisschen Geld würden lassen bringen für, wir haben ja auch andere internationale Rider, die wirklich auch Pros sind. Oder ja, ja, voll. Leben, gell? Das haben sie schon, ja. Aber es ist auch eben, es ist im BMX selber ist es recht schwierig zum Pro sein, wenn du so willst. Offiziell Pro sein, ohne arbeiten gar nicht. In der Schweiz sowieso noch viel schwieriger, weil du halt viel mehr Ausgaben hast wie in einem anderen Land. Mm. Ich meine, ein Spanier kann leben mit 1000 Schutz im Monat, in der Schweiz kannst du nicht leben mit 1000 Schutz im Monat. Und von dem her im BMX einfach Parts und Trips sind es halt. Also meistens sind es zwei Trips im Jahr für ein Video, das wir machen. Ja. Und im Mountainbiken eigentlich nichts. Jetzt habe ich zwar mit Schwalbe mal so noch ein bisschen hin und her und sie haben mir jetzt mal ein paar Pneu geschickt. Ja, cool, einfach ja. So einfach mal zum Probieren. Und mit El Toni bin ich im Gespräch. Jo, das ist noch nicht offiziell. Handfell, okay. Aber können wir hier First News überhaupt droppen? Ja, eben, nein, ich weiß gar nicht. Sonst müssen wir es piepen. Piep! Ich bin dann mit Piep im Gespräch. Ja, ja, genau, das ist gut. Das stimmt. Voll, das könnte vielleicht das erste sein, das ein bisschen Geld gibt. Aber sonst... Aber Anfragen sicher genug. Ja, das Gefühl, das muss doch bei gar dir... Kein. Was? Gar kein. Also, eben Schwalbe, doch Schwalbe. Ja, aber... Okay. Aber Schwalbe hat über einen Kollegen geschrieben. Weil du hast weiter Reichweite auf Insta, du hast das fahrerische Level, weißt du. Also es ist eigentlich, wenn ich jetzt so schnell darf, ein bisschen assi sein über Bikes zu sehen. Hey, easy. Alter, sag was du willst. Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Halt, es ist immer ein schwierig, um den direkten Kontakt finden zu Brands. Die meisten schreiben gar nicht zurück. Und dann so über Händler und Einkaufspreis. Zeug ist so ein bisschen... Weißt du, mit Transition hätte ich so etwas gehabt, so, keine Ahnung, weiss man nicht, der Preis, wie sagen wir, Händlerpreis, glaube ich. Ja. Für das muss ich aber noch zwei Tage dort hin und zwei Tage dort hin und noch irgendetwas machen, das finde ich ein bisschen, also Sponsoring ist für mich, wenn jemand etwas gibt und du repräsentierst das und wenn ich noch muss zahlen, hey, das ist im Fall krass. Das ist mega crazy und das finde ich, dann lohnt es sich für mich überhaupt nicht. Und ich meine, zahlen, wenn mir jemand Geld weggeht, dann ist das schön, aber ich will mich eigentlich nicht wirklich, wie soll ich sagen, ich finde immer noch, das BMX-Fahren und das Mountainbike-Fahren sind alles so eine Leidenschaft sein, die du nicht machst wegen dem Geld. Ja. Wenn du gehst das Geld suchen, dann finde ich irgendwie,
Erstens möchte ich die Zeit nicht aufwenden, dann gehe ich lieber Velo fahren, anstatt die ja. Zeit aufwenden, um etwas zu finden. Ja. Aber wenn wir irgendwie so, eben, keine Ahnung, das ist so, ein paar Deals haben wir schon, kennen die, haben wir einen Deal angeboten für irgendwie ein paar Prozent. Und ich so, ja, also weißt du, das ist ja. echt lächerlich. Ja. Und ich will nicht assi sein über die Leute, die Deals gemacht haben oder über das nachgedacht haben, aber ich finde einfach, dude, wenn du wirklich etwas willst oder jemanden willst unterstützen, dann musst du wissen, was du willst. Also dann musst du selber als Brand wissen, was du musst geben, dass es überhaupt Sinn macht. Definitiv, aber es gibt mega viele Brands, die das ausnutzen. So weißt du, es gibt so viele Kids da draußen, es fährt schon dort an. Weißt du, wo irgendwelche wo Sponsoren wollen und für sie ist das die grösste Sponsorzahl und so. Und dann gehen sie zu ihrem Veloladen und der sagt so, ja. 10%. Und die sind huere stoked. Ja, wow, hey, aber ich bin genau in dieser Situation, ich habe so Deals gemacht. Eben, ja. Früher, weißt du? Ja, ja, voll. Ich meine, das ist auch. Du fährst irgendwie mit dem auch ein bisschen an, weißt du, kannst du nicht verlangen. Ja, ja, voll. Und ich habe das auch ein bisschen gemerkt, weißt du, es gibt mega viel. Wenn du das wirklich machen willst und du sagst, hey, mein Ziel ist mal Geld damit zu verdienen oder schon nur ein paar Gratis-Brands, Gratis-Sachen zu bekommen, du musst richtig das wollen und Zeit investieren, ja, voll, für das. Voll. Eben, das ist mir eigentlich nicht. Also, ich meine, das mit Flybikes, das ist halt. Gut, BMX ist eben in dieser Art noch viel mehr Core. Ja. Finde ich. Ja. Oder es ist ja so. Ich meine, BMX. Bei Flybikes war es so gewesen, Sergio Leos hat mich kennengelernt, hat mich gesehen fahren, hat gesagt, wow, das ist geil, den brauchen wir. Ja. Hat mit Flybikes darüber geredet, ist hier nicht gerade possible gewesen, gerade im ersten Mal. Haben mir nichts davon gesagt und dann ist es einfach so direkt gekommen. Schau, geil. Wir fänden es geil, wenn du für uns kannst fahren. Wir geben das und das und das und das. Mhm. Außer du hast schon jemand anderes, wo dich supportet oder so, bla bla. Wenn du das geil findest, können wir darüber reden und du bist dabei. Nice. Das ist mega so. Ja, so soll es auch laufen, gell? Aber bis du mal bei so einem Punkt bist, oder das ist jetzt auch ein glücklicher Zufall, oder? Ja, wo entweder bist du ein Mordstalent, ja, und wo einfach Leute sehen und denken, hey, den müssen wir haben. Ja, genau. Und wenn du es nicht bist, und das redet jetzt sicher von mir selber auch, dann musst du einfach. Er muss ich investieren, für das mal zu erreichen. Und ich habe den fast halt an, wo ich wirklich mir so überlegt habe, zuerst mal so, hey, es wäre ein cooler Sponsor zu haben. Weißt du, wie viele Veloläden, dass ich irgendwie angeschrieben und so Brands, irgendwie 50.000 DMs verschickt, ja, sagen, ja, hey, wäre es echt cool. Und er antwortet, geben mir irgendeinen Scheiß-Deal, wo ich am Schluss irgendwie ein paar tausend Stutz im Jahr ausgebe. Ja, und eigentlich, er macht immer noch Gewinn. Ja, voll. Und ja, es ist nicht immer weiter. Also, du musst eigentlich auch sehen, was du alles schon gemacht hast, um an diesen Punkt anzukommen. Ich meine, oder sagen wir, ja. Du fährst seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren Velo. Und ich finde, das muss der Sponsor auch ein bisschen sehen, dass du dein Leben ist eigentlich, also du hast dein Leben auf das eingestellt. Das ist alles Velo, ja. Genau. Und dann finde ich, dann müssen die auch so viel können geben, dass es Sinn macht, dass du dein ganzes Leben sozusagen für das Kopf, ich weiß nicht. Ich bin nur schlecht im Erklären. Ja, nicht im Kopf, aber ja, voll. Also, du tust ja gleich viel investiert. Hast. Genau, ja, das ist ja voll. Das Beste, ja, Wort, genau, oder? Ja. Ja, ist interessant, aber es gibt auch viele, wo vielleicht gerne das hätten, voll. Aber einfach auch zu faul sein oder halt für den Kopf. Ja, klar, ja. Ja. Und ich bin einfach, ich will nicht unbedingt, ich meine, ich habe vielleicht das Glück, dass ich einen Job habe, der mir mega gefällt und dass ich nicht unbedingt muss. Das ist das andere, Mann. In der Schweiz kannst du so geil easy, einfach geil Geld verdienen und gutes Geld verdienen, wenn du einen guten Job hast, der dir gefällt, genau, und du kannst so viel machen, du kannst dich alles als voll, Beruf machen, dann musst du nicht unbedingt noch den Arsch aufreißen, ja, für genau, einen Sponsor zu suchen, voll. Und dann von dem können zu leben, weißt du. Und blöd gesagt, du könntest, ich bin halt auch immer ein bisschen broke, weil ich das Geld auch für viel Scheissdreck ausgibe, aber wenn du würdest wählen, könntest du, sagen wir, 2 Monate sparen und dann kannst du schon so Occasions recht gutes Bike kaufen, ja, wo du Freude daran hast und nicht musst. Und kannst eigentlich auch recht schnell mal in einem guten Job auf 80% oder 60% reduzieren. Voll, genau. Und dann hast du nebenbei gleich viel Zeit wie jemand, wo das professionell fast macht. Voll, oder? Ja. Ja, eben, ja. Finde ich spannend. Okay, ja, haben wir es wirklich anders vorgestellt, weil ich denke, hey, das Zeug. Und dass das halt dann wirklich. Weil ich habe das Gefühl, du wärst eine mega Bereicherung für Brands, weil halt einfach du so ins Auge fallst. Weißt? Das sagen wir immer noch viel, aber das sehe ich nie von Brands. Crazy. Würdest du vielleicht sagen, das ist vielleicht eine kontroverse Frage, aber würdest du vielleicht sagen, sie kommen nicht auf dich zu, weil du ihnen fast in gewisser Hinsicht offen bist auf Social Media? Vielleicht schon, ja. Habe ich schon auch gedacht, nicht so das Vorzeigen-Ding. Ja, voll. Habe ich schon auch gedacht, ja.
Okay, spannend. Ich, bin, also, ich verfolge es sehr gerne. Ich finde das ein mega spannendes Thema. Was ich auch noch so ein bisschen darauf eingehen möchte, Vergleich BMX-Bike-Szene. Ich kenne BMX-Szene nicht mega gut. Ich verfolge sie schon. Ich finde es eine mega coole Szene. Auch so, dass, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, BMX-Szene ist viel weniger Hate rum als Bike-Szene. Weil Bike-Szene, also Mountainbike-Szene ist so ein bisschen, sobald dass du etwas machst, was anderen nicht gefällt. Also, weißt du, wie viele Leute das da aussieht? Also, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann, aber ich sage es jetzt gleich. Weißt du, wie viele Leute dass es da aussieht, gibt, wo mir irgendwie zuerst um einen angeguckt und ich gesagt habe, ich fahre nicht für Bikes. Ja, ja, voll. So, hä? Ja, was? Ja. Was? Wieso hast du kein Special? Wieso hast du keinen Track? Ja, ja. Migromarke. Ja, also, Alter. Ja, Alter, scheißegal, Mann. Lass mich fahren, was ich will. Ja, ja, oder ja, Leute, die. Keine Ahnung, du bekommst sicher auch Shit, weil du ohne Schoner ja, fahrst sicher, im Bikepark und so. Und Leute so. Ich finde es echt im Biken, im Mountainbiken, wenn du nicht dem stereotypischen Bild. Ja, ja, voll. Wenn du das nicht erfüllst. Das ist nicht dir das Problem. Der, Alter, wenn du nicht. Alter, ich weiß nicht, es gibt Leute, die würden mit dir schon Stress anfangen, wenn du anstatt der Fox-Gabel mal Zocki fahrst oder so. Alter, what the fuck? Und ich denke ja, so, im ja. BMX, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie Leute BMX fahren. Und es gibt so viele verschiedene Versionen und auch eigene, weißt, spezielle Charaktere. Ja, ja. Ich habe so das Gefühl, so die Mountainbiker, die sind alle gleich. Die haben alle ihre Mountainbike-T-Shirts, dann so ein bisschen den Skater-Style mit den Caps und so. Aber BMX hast du noch viel mehr. Ja, ja, mittlerweile voll. Vielleicht auch nicht mehr so, aber ich habe das Gefühl, hast du noch viel mehr so spezielle Charaktere und so. Also die BMX-Szene ist halt in der Schweiz sind nicht mega gross. Mhm. Und die Bike-Szene ist in der Schweiz recht gross, würde ich jetzt mal so sagen. Und immer grösser, ja. Ja, voll. Aber weil die BMX-Szene halt so ein bisschen kleiner ist, ist es halt auch ein bisschen eher schwieriger, um Leute zu finden, die ein bisschen ähnlich fahren wie du. Mhm. Also weißt du, es ist so, eben im Mountainbike ist das eigentlich mega ähnlich. Ich meine, du gehst im Bikepark und es hat 100 Leute und 100 andere, die genau das gleiche gemacht wie du. Aber in den Skatepark gehen, mit dort jemandem, der genau gleich Street fährt wie du oder genau gleich Bowl fährt wie du, ist mega schwierig. Und ich glaube, darum macht das BMX so ein bisschen mehr, so ein bisschen exklusiver irgendwie und so ein bisschen mehr. So, es hat auch mega viele Grüppli, weißt du, so Boys aus Zürich, 22 Crew und so, das sind voll ja, so Mann. Ein bisschen streeter und auch mega geile Gruppen, sind auch immer zusammen unterwegs. Dann sind es vielleicht so ein bisschen Skills Park Gang, vielleicht so ein bisschen, wo ich mir zeige. So gibt's Dombo, auch okay. Matti und all die, die immer ein bisschen. Warte, ich schaue schnell, ob ich mir da auch immer noch aufnehmen. Du kannst weiter erzählen. Wo es auch so ein bisschen Grüppli hat, wo zusammen riden und. Wie soll ich sagen? Es ist so ein bisschen mehr verbreitet, habe ich. Also, gespreadet irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, finde ich echt BMX. Kennst du zum Beispiel, was ich mega verfolge, ist Scotty Kramer. Ja. Und mit seinem Bruder, mit Maddie und so. Ja. Was die wo machen, weißt du, die finde ich verdammt geil. Die machen jeden Tag irgendwelche weirde Scheiß mit einem BMX. Ob es jetzt irgendwie ein BMX ist, wo eine fucking Rolle kann machen kann. Ich weiß nicht, kennst du YouTube-Videos von ihnen? Ein bisschen, aber verfolgt sie. Aber sie sind mega, und sie spread eben auch mega so ein bisschen das Wort von Alter, bist einfach du, mach was du willst. Richtig cool, wenn du einfach verschieden bist. Oder scheiße, du musst nicht immer das Gleiche machen. Du mal ein bisschen ändern. Bist dich selber, mach einfach. Ja, so, voll. Voll. Nein, das ist mega wichtig, finde ich auch. Das ist mega geil. Ich meine, die Jungs von Zürich, die machen den Style, wo sie riden, das ist fucking unique. Das ist mega sick. Ja. Und es ist so, eben weißt du, über die hörst du auch Hate. Und es ist so, die Leute sagen auch, ja, das ist nicht mal richtig BMX, die chinken nur ein bisschen umeinander. Ja, genau. Weißt du, ja, Boys, ja, aber mach selber, Alter. Du mach etwas, wo der so, wo so geil aussieht, wie das. Das vielleicht Leute, weißt du, was gerne auch würden, die eigentlich gerne noch selber oder so speziell möchten sein, aber ich kann nicht, oder will nicht, oder hat die Mutter nicht, oder ich kann nicht. Ja, ja, ey. Weird. Das ist mega, das finde ich auch geil am BMX, du hast mega viele verschiedene Art vom Riden, dass dich alles so mega kann motivieren. Es ist mega so, ich meine, eben der Basil hat letztens ein Edit rausgebracht, fucking sick, wirklich geil. Und es ist nur ein Street. Und ich als eigentlich inner Bowl oder Trail Rider habe gedacht, fuck, das ist brutal. Ja. Hure geil. Und dann sehe ich aber gleich, keine Ahnung, Chris Fox, wo über Trails hier böllst, und nachher einfach einen hure krassen Motor Whip macht, denke ich so, wow, shit. Ja, das ist auch geil, ja. Du siehst mega viele verschiedene Sachen. Und im Mountainbike ist halt, du siehst nicht so viele verschiedene Sachen wie im
Es ist BMX mega alles gleich. Und darum sind alle am... Also ja, eigentlich finde ich eben die Mountainbike-Szene recht cool, so wie ich also, mit Mountainbike-Szene... Oh, wir haben jetzt vielleicht auch recht vielleicht negativ gestartet, aber, ja, voll. Aber nein, es ist eine geile Szene, auf jeden Fall. Es sind ja. alle... Ich meine, du bist da mega schnell aufgenommen. Voll, mal, voll. Und das, ist wirklich, das ist mega nice. Du bist mitgenommen, das ist halt... Man merkt richtig bei dem Mountainbike, dass das Hobby echt einem vereint. Weißt? Ja, voll, mega. Alle ja. leben und alle wissen, wie es ein Mountainbiker voll, ist, wie es ist, ein Mountainbiker zu sein und bla bla bla. Wegen coole Szene auf jeden Fall. Und wird auch immer grösser, das finde ich nice. Ja, mega, ist crazy, wie das am Boom ist. Aber Alter, hast du irgendwie nicht auch ein bisschen. Ich wollte noch mal schnell auf das mit zurückkommen, wegen kein Schoner anhaben beim Bike, Alter. Also, du kannst ja machen, was du willst, aber Alter, ja. wieso? Ich habe keine Ahnung, Alter. Also, ich denke so, what? Ich fühle mich so nicht. Ich habe nicht. Schon nur, wenn ich mal keine Ankle Guards anhabe beim Bike. Hast du Ankle Guards? Ja. Ja, eben, Mann! Nein, keine Ahnung. Ich denke Ahnung. So, Alter, ich fühle mich wurde nicht sein. Ich kann. Von wo kommt das? Vielleicht kommt es vom Hass zu der, kommt der Hass zu der Schoner, vom Racen. Weil beim Racen hast du halt, wenn du anfängst zu racen, du hast einen fucking Panzer an. Aber beim Bike, oh, logisch, du hast beim Biken. Also, weißt du, wir haben alle mit Vollmontur angefangen. Irgendwann gehst du von einem Vollpanzer nur noch zum Rückenpanzer. Ja, von diesen Längen fucking Knäuel, yeah, Schienbeinen schon, dann gehst du nur noch zu den Knäuel. Yeah. Das wird alles ein kleiner und ein weniger, aber du gehst nie ganz weg. Und ich das ist so selten. Ist halt schon das BMX, ich hasse Shit anlegen, dass ich kann etwas machen kann. Ja. Weißt du, so, auch snöben und so, Alter, mich schießt so dermaßen an, müssen andere Hosen, andere Schuhe, andere Jacken und Handschuhe und all der Bullshit. Beim BMX kannst du einfach aufstehen, legst dich normal an, gehst du Velo fahren, lehrst noch einen Helm an. Aber so, das ist eigentlich alles. Ja, yeah, wear a helmet, kids. Wear a helmet, kids. Auch wenn mein letztes Video kein Helm hat. Scheiße, Mann. Er hat ihn gerade vergessen gehabt. Ja, aber ich habe ihn vergessen. Also ich habe ihn wirklich vergessen. Oh, okay. Aber ich habe in letzter Zeit ein bisschen viel vergessen, leider. Das ist blöd. Und eigentlich wohne ich ja, wie soll ich sagen, sollte ich nie vergessen, weil ich eigentlich immer zu Hause. Ah, so, schau jetzt, ja. Aber ja, eben, nein, keine Ahnung. Aber nein, eigentlich, ich fühle mich einfach nicht wohl mit Schoner. Und ich glaube, ich habe, auch im Racer habe ich am Schluss so einen Troy Lee Panzer gehabt, der so Stoff war und so die Pads rein gehabt, die ja. härtet, wenn es anschlägt. Voll, voll, ja. Und dort kannst du die Hälfte rausnehmen. Und die andere Hälfte habe ich rausgeschnitten. Und dann hat es einfach so ausgesehen, als hätte ich ihn schon. Bist du nicht mal am einer Race, wo du einfach ein fucking Karton-Ding ja, an Rücken Grössle auch, Motocross no auch. Way! Also der Hass gegen Schulter ist ja, so ist gross. Und ich fühle mich einfach, wenn ich schon dran habe, ich weiss nicht, vielleicht kommst du auch noch ein bisschen mehr in Sender-Mode rein, wenn du schon dran hast, weil es passiert dann nichts. Bei mir safe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre auch sicherer ohne Schoner. Das habe ich auch schon gehört. Dass weil du bist recht bewusst, du darfst nicht auf die Schnur gehen. Und wenn du schon dran hast, das ist wie im Schnee. Ja, wenn du im Schnee bist und um den Schnee bist, denkst du, oh, da ist so eine fette Klippe, oh, da kommt jetzt einfach runter, weil es ist Schnee, es ist scheißegal. Ja, okay, ja. Das stimmt. Also es ist so ein bisschen, aber, ja. Ich habe mal von einem Pro gehört, die haben irgendwann mal so einen Joyride-Fahrer ausgefragt. Ich glaube, es war Matt Jones, ist es echt oder so. Und haben sie gefragt, wieso das eigentlich mit Halbschalen fährt. Ja. Also um eine riesen krasse Event, wo ja, ich sonst nicht so Schoner an. Da habe ich gesagt, hey, ich trainiere ohne gross Schoner daheim. Ja, wieso soll ich denn für ein Event ja. dich mich mega anders ja, weil erstens fühle ich mich anders und zweitens gibt mir das selber im Kopf wie das Gefühl, so, oh shit, das könnte ja etwas passieren. Voll. Ich könnte ja auf die genau. Schnur gehen. Und wenn du das gar nicht erst zulässt, wie das Mindset von wegen, oh shit, ich könnte ja, es könnte ja. Nein, aber ich finde einfach Helm ist sehr wichtig. Helm, Alter, aber so viele BMX-Fahrer haben ja keinen Helm. Die ganzen Streeter-Boys, ja, Alter, was machen die? Es ist crazy, es ist wirklich auch... Ich meine, du siehst immer wieder Boys auf der Green Kid, wo du denkst, fucking hell. Also wirklich so... Oder auch, weißt, heftig. Ich weiß nicht, aber so ein bisschen... Die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, BMX-Fahrer, das ist echt ein bisschen... Build different, man. Weil du, was die einen, nein, aber was die auf die Schnur gehen und dann... Sergio Leos, motherfucking, der ist 37 oder 38 jetzt. Mein Teammanager, ich weiß nicht, ob das so etwas sagt. Ist eine Legende. Sergio Leos, ja, for sure. 37, 38, whatever. Motherfucker, wo wir in Malaga waren, hat er so einen Pocket Air gemacht, riesig. Und hat ein paar Mal angefangen, dann hat er Table gemacht, Turndown gemacht, T-Bug gemacht
Und wir alle so, wow, sick, sick. Und er so, nah, ich weiß nicht, ich will Tailwhip machen. Und er so, okay, wow, krass. Also, weißt du, wir alle so, oh, der Turndown ist geklickt gewesen, as fuck, Alter. Weißt du, die Clips sind brutal. Und er so, nah, ich will Tailwhip machen. Und er so, okay, okay. Und dann ist er angefahren. Und irgendwie einmal, weißt du, aufs Hinterrad gekommen, hat der Tailwhip nicht gemacht. Aufs Hinterrad und ist hinten rausgefallen. Und wirklich so, Bats, kein Helm voll, doch, Helm aber voll auf den Arsch und Rücken, so richtig drauf, das ist auf Beton, so wirklich heftig. Dann sehe ich aufgestanden, gemacht, tipptopp. Ja, 37, Mann. Ja, denk Mann. Mal über jemanden nach, der 37 ist. Und es ist krass, ja, du siehst die ganzen Streeter Boys, wie Steve die Schnurren, oder ich liebe ja die ganzen Street Jam-Videos, ja, voll, oder, voll, wo sie absolut eskalieren für so $20 oder so, oder ja, für so $5 einfach brutal. Absolut krass. Sich zu tot riden. 20er Steg runterrühren und so auf dem Bauch landet. Ja, und am Schluss sind sie verdammt kaputt und bekommen noch so ihr kleines Trinkgeld. Aber weißt du, dann stehen sie auf und machen es nochmal. Alter, krass. Crazy, ja. Nein, es ist crazy. Wirklich, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie du das kannst. Irgendwie. Brutal, da habe ich recht Respekt vor, ehrlich gesagt. Also aber dass so Hits kannst nehmen und auch immer kannst weitermachen, weißt du, wenn du krasse Stürze hast und so. Das ist, braucht schon ein krasses Mindset, hätte ich auch gesagt, weißt du. Ja, voll. Und meistens viele sind halt auch irgendwie, ich meine so die Leute, keine Ahnung, aus Argentinien und so, wo die haben halt nichts anderes aus als BMX-Fahrer. Nein, ein Pro aus Argentinien, der hat nichts. Der hat einfach das BMX-Fahrer, wenn der das nicht mehr machen kann, dann hat er gefallen. Also dann ist er tot sozusagen. Weißt du, das ist so. Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso wir in der Schweiz nicht so viele Pros haben. Vielleicht schon, generell aber auch so bisschen, generell allgemein, du kannst nicht mit 12 aus der Schule Velo fahren. Ja. Und die Boys sind halt vielleicht, keine Ahnung, bis 10 in die Schule und nachher hat sie angeschissen oder sie haben gar keine Schule mehr gehabt oder keine Ahnung. Und nachher sind sie Velo fahren und haben gesagt, das mache ich jetzt und das wird mein Leben sein. Und das kannst du in der Schweiz, lädt das niemand zu. Und es ist einfach sehr unsicher. Ja. Und es ist so ein bisschen... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, voll. Vielleicht etwas, was ich noch so ein bisschen möchte ansprechen. Jetzt ist schon gleich Akku mit dem Nattel, habe ich vorhin gesehen. God damn. Alter, das ist so sick. Bevor wir... Oder so ein bisschen als Abschluss. Du hast vorhin noch Schweizer BMX-Szene angesprochen, dass sie nicht so riesig ist. Du hast mal ein Video gemacht auf Insta, wo du so ein bisschen angesprochen hast, was das eigentlich für eine Scheiße ist, dass Swiss Cycling Ding nicht unterstützt. Hat sich da etwas da seitdem? Also was ist so ein bisschen die Ausgangslage? Also, dass Swiss Cycling nicht zu wenig junge, motivierte Rider unterstützt? Oder ich BMX generell einfach nicht so unterstützt? Also ich finde einfach, so unterstützt, das Ding ist, wenn du... Also das Ding ist aber, ich finde es allgemein scheiße, dass BMX olympisch wurde. Okay. Das ist, also... Weißt du das Gefühl, es zerstört den Sport? Oder es was? Zerstört sicher den Core BMX Lifestyle. Weil ich finde einfach, BMX kannst du nicht wirklich beschreiben als Sport. BMX ist mehr einfach ein Lifestyle, wo das verkörpert sich wie selber. Und es gehört nicht nur das BMX-Fahren dazu. Es ist wie so der ganze Vibe rundherum auch. Und irgendwie ist das kannst du halt wie nicht judgen für einen Contest. Es ist mega schwierig. Du kannst nur so vergleichen, ein Bowl-Contest, wenn einer einen richtig hohen No-Hand-Air macht, brutal hoch, und dann kommt ein anderer und macht einen Triple Whip Air, halb so hoch, wie du das jetzt. Ja, aber das ist im Fall, das hast du ja bei den Rebel Rampage, das ist ja genau das gleiche Problem. Ja. Da ist ein riesiger Sturm zum Teil mit was für Scores geben sie, weil sie halt Lines müssen eigentlich judgen. Sie müssen der Speed, wo die Fahrer durchgehen, judgen. Sie müssen, wie sie ausführen, Tricks, alles, weißt du? Ja, das ist mega schwierig. Aber eben, irgendwie, wenn du halt jetzt den Sport olympisch machst, dann ist er gerade attraktiv für viel mehr andere, keine Ahnung, für Sponsoren, wo es halt mehr Geld drin. Mehr Geld drin, aber das Geld geht alles nach Idee-Ecke und es hat kein Geld mehr für den Core BMX. Was würdest du sagen, was haltest du so von X-Games? Ist ja genau das gleiche, in dem Sinn, weißt du? Aber X-Games hat eben einen anderen, wie soll ich sagen, ist zwar auch schlimmer geworden über die letzten, was ist schlimmer? Ich darf eigentlich gar nicht so hate über das alles, aber es ist so.
es ist nicht das gleiche wie die Olympiade, weil die Olympiade weil ist so... Weil es so ein bisschen der Freestyle-Background, die ganze Zeit X-Games ist oder Freestyle was? Eigentlich. Ja, ja, X-Games ja. ist Freestyle und es ist... Logisch, der Sport, eben das tut sich sowieso progressen mit den Jahren und es werden mehr Barspins und mehr Tailwhips und mehr Spins und mehr Flips. Ja, eh, ja. Aber du siehst auch zum Beispiel die Vance Pro Cups, die es gegeben hat. So geil. Dort ist auch immer krasser geworden, aber dort ist es auf eine andere Art krasser geworden. Ja, Mann. Und es ist halt eben ein bisschen, es ist halt scheiße, weil solange es ausgeglichen bleibt, wenn du Contests hast wie Triple Challenge, wo es um Tailwhips und Flips geht, und du einen Contest hast, wo es um Style und Flow und Ballfahren geht, dann ist das wie ausgeglichen. Und wenn jetzt die Olympiade kommt, was das Größte ist im Sport auf der ganzen Welt gefühlt, dann ist das nachher wie nicht mehr ausgeglichen zu den kleineren. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist hure schwierig zu judgen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass eben so ein bisschen der Riding-Style, wo es wirklich um Höhe, um Ausführung von eher simpleren Tricks, sag ich jetzt mal, geht, das ist einfach nicht so, wie soll ich sagen, nicht so. Es ist hure schwierig zu. Fuck, ja. Aber weißt du, eben zum Beispiel. Ja, wait. Also, es ist so, das ist so das, was du hast. Weißt du, die ist so ein die Riding-Style, hätte ich gesagt, oder? Ja, so ein bisschen das eben hoch, weit, geil und halt wirklich mit viel Style. Aber es ist genau das, was halt nicht judged oder schwierig zu judgen ist an Contest. Oder bist du ja auch gewesen, an der Weltmeisterschaft bist du auch gewesen, gell? Und das ist auch. Ja, das war auch schwierig für Judges, wahrscheinlich, weil du hast einen anderen Riding-Style als voll. Die meisten. Du kannst es gar nicht vergleichen, eigentlich. Voll. Und wenn du meinen Run anschaust, an der WM, denkst du... Wir haben schon einen Ninja-Drop gemacht, wo der Mate so rauf... Dann lau rennen. Dann nimmst du wieder rein. Also wie willst du das judgen, gell? Eben, weißt du, das kannst du gar nicht judgen. Ja, und die Leute, die es nicht kennen, denken, wo der andere macht Backflip, Double Whip und dann in der Quarter-Flare, keine Barspin und dann siehst du einen, der auf einem Ding durchrennt mit dem Velo in der Hand. Ja, genau. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, es ist ja immer die Diskussion immer noch, ob man Downhill in die Olympiade will nehmen will. Das finde ich eben... Ich weiß eben nicht, aber es würde sicher besser passen wie Freestyle. Ja. Viel besser. Ja, klar, auf jeden Fall. Weil es ist ein Race, es ist ganz einfach, genau der Erste ist der Schnellste. Du hast wie... Ja. Aber dann gibt es auch wieder die sagen, ja, es macht Szenen kaputt und blablabla. Bla, bla. Ja, klar. Du hast die Diskussionen immer. Ja, voll. Voll. Aber ja, finde ich interessant, ich hoffe, es ändert sich noch. Aber es gibt ja wirklich junge Talente wie der Eddie und so, die hohe Gas geben und motiviert sind, wie sie auch Contests fahren. Ja, voll. Und da bin ich sicher auch gespannt, dass es weiterhin... Ja, eh. Zu verfolgen, die ganzen Streetboys und so, die machen auch geiler Job. Ja, mega nice. Ja. Ich glaube, da der andere vom Hostel ist voll weg. Wegen dem, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben unsere Zeit langsam erreicht. Was haben wir jetzt schon? Jetzt ist fünf ab halb eins. Wow, voll genial. Aber bist du spät? Nein. Ah. Und wir haben jetzt irgendwie was eineinhalb Stunden oder so, wenn es gleich geredet. Ah, krass. Jo. Hey, mega. Mega interessante Gespräche, Alter. Können wir sicher gerne noch mal machen. Finde ich cool. Du hast nie selbst gemacht, ist noch nice. Ja, ich bin ein bisschen wie ein Rapper oder so. Ja, man, also wir können mal einen Track veröffentlichen, wenn du hast. Oh, wirklich? Weißt du wie? Also ich helfe vor, im Fall. Du, ich kann nicht rappen. Ich bringe die Mics. Ich habe eigentlich voll den Sprachfehler. Ja, ich kann nicht singen, ich würde ein bisschen singen. Okay. Nebenbei. So Background Music oder eben. Dann mache ich Adlibs. Es gibt doch Leute, die einfach so bekannt sind für Adlibs. Ich habe gerade heute Morgen ein Lied von MHD oder so irgendetwas, wo der Guy im Hintergrund voll down geht. Du, wenn du auf das konzentrierst, hörst du nur den. Nein, Mann, das ist gleich wie Panda. Weißt du? Ja, voll. Ja, Alter, geil. Hey, merci, bist du da gewesen. Ja, mega cool gewesen. Checkt Alessio aus. Ich hoffe, die Kamera läuft noch, Alter. Ich weiß es bald gar nicht mehr. Du hast zwei Kamera angekommen. Scheiße. Ja, coole Sache. Hast du noch etwas irgendwie zu sagen? Zum Schluss? Musst du deine Mami grüßen? Nein, keine Ahnung, Alter. Nein. Hallo Vater. Hallo Vater. Yes, alright, das war's. Thoughts on the Helmet Episode 5. Merci an euch fürs Zuschauen. Wir werden immer mehr so Episoden machen. Der zweite richtig, ja, wie ich sage, Biker, weil vorher ist der Raphael, seine Episode kommt vor dir und du bist eigentlich wieder der zweite Biker auf diesem Kanal. Nein. So sick.
Was ich noch wollte sagen zum Abschluss, merci Hostel Depot 195 von Winterthur, dass wir hier können sein, dem Hotelzimmer, richtig nice. Ja, sie haben uns da den Raum und mir da den Raum zur Verfügung gestellt, für das wir können filmen. Und wenn ihr mal zu Winterthur seid und in Skills Park wollt, alles wird ja vorhin schon ein bisschen geplagt. Und schauen, dass ihr nicht abgestochen werdet am Bahnhof. Genau, Winterszene. Yes, alright, das war's. See you. Peace out. So. Sick. Alter, nice. Geil. Mercy.